Meine Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen, darf das Podium begrüßen und mich freuen, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Wir werden versuchen, Ihnen nicht nur das Motto zu vermitteln, wie retten wir unser Geld, das ist auch eine ziemlich schwierige Frage, sondern in die Tiefe der aktuellen wirtschaftlichen Situation zu gehen. Und ich darf Sie bitten, uns einmal ordentlich zu begrüßen. Ja. Recht herzlichen Dank auch von meiner Seite, auch die besten Grüße zur heutigen Abendveranstaltung. Ich möchte am Beginn mich bei der Zukunftsakademie des BZÖ recht herzlich bedanken, allen voran am beim Präsidenten, Nationalratsabgeordneten Herbert Scheibner. Und für die praktische Durchführung bei den beiden Direktoren, Bündniskoordinator Markus Fauland. Applaus und Gerold Zassmann. Der Besuch der heutigen Veranstaltung zeigt ja recht eindrucksvoll, dass es zurzeit praktisch kein anderes Thema gibt als die Sorge ums Geld, die Sorge um die wirtschaftliche Zukunft, die Sorge um den Euro und die Sorge um Europa. Und es macht mich als Landesobmann des BZÖ Wien auch recht stolz, dass das BZÖ als erste Partei schon vor einigen Monaten hier ums Eck in der Wolke 21 die erste hochkarätige Podiumsdiskussion zu diesem Thema veranstaltet hat. Und mit Sorge erfüllt mich, dass das, was bei dieser Podiumsdiskussion an Horrorszenarien oder weniger guten Entwicklungen skizziert wurde, zum Teil mittlerweile schon traurige Realität geworden ist. Umso mehr freut es mich, das hochkarätige Podium der heutigen Diskussionsveranstaltung begrüßen zu dürfen und möchte in alphabetischer Reihenfolge vorstellen: Professor Dr. Karl Aiginger, er ist der Institutsleiter des österreichischen Wirtschaftsforschungsinstituts WIFI. WIFO. Ah, WIFI ist was anderes. Entschuldigung. War gerade mit den Gedanken woanders, weil ich bei ihm nämlich Industriepolitik gehört habe im Zuge meiner Studien an der Hauptuniversität. Da war ich jetzt mit den Gedanken etwas anders. Als Moderator des heutigen Abends möchte ich recht herzlich Ronald Barazon in unserer Mitte begrüßen. Er ist ja jeder bekannt, er ist der Mr. Salzburger Nachrichten, wo er an federführender Stelle die dazu auch beigetragen hat, dass diese Zeitung eine der attraktivsten Tageszeitungen geworden ist und der Qualitätsmedien in unserem Land. Und mittlerweile ist er auch im Fernsehen tätig, wo er Fernsehsendungen moderiert. Ich begrüße weiters recht herzlich Magister Dr. Peter Mooslechner. Er ist Hauptabteilungsleiter für Volkswirtschaft in der Österreichischen Nationalbank. Ich begrüße weiters Dr. Clemens Wallner, der von der Industriellen Vereinigung entsandt ist für den heutigen Abend und der aber auch Chefökonom der ÖVP war in seinem Leben, was sicher sehr interessant ist, auch was die Qualität seiner Beiträge begrüßt. Zum Schluss freut es mich natürlich ganz besonders, unseren Bündnisobmann, Clubobmann Josef Bucher in unserer Reihe zur Mitte zu begrüßen. Er ist ja einer der profiliertesten Politiker, wenn es darum geht, die Entwicklungen in Europa kritisch zu hinterleuchten und auch die Sorge zu formulieren, die die Menschen haben, wenn sie in die Zukunft schauen, im Hinblick auf die gigantischen Verpflichtungen, die die Republik bis jetzt schon eingegangen ist und auch droht, in Zukunft einzugehen. In diesem Sinne freue ich mich schon auf eine spannende und interessante Podiumsdiskussion. Danke. Meine Damen und Herren, nachdem wir in Professor Aiginger die erste Adresse haben für die
Analyse unserer wirtschaftlichen Entwicklung und für die Perspektiven haben wir uns so irgendwie eingeteilt, dass er als Erster mal einen kurzen Überblick gibt über das, was jetzt relevant ist. Sie haben ja den Durchblick von der Notenbank, der Bank der Banken und in der angenehmen Weise über den Wassern des Bankwesens schwebend, würde ich dann Sie als Zweiten bitten. Dann haben wir eine Menge Material und so können wir dann in eine, glaube ich, sehr fruchtbare Diskussion eintreten. Sie sind eingeladen, sich dann in einer späteren Phase unserer Veranstaltung einzubringen mit Fragen und Stellungnahmen. Ich glaube, so können wir das Ganze sehr konstruktiv und produktiv gestalten. Lieber Herr Eichinger, bitte, Sie haben das Wort. Danke. Ich möchte mit einer positiven Einschätzung beginnen. Österreich ist im Gegensatz zu dem, was man oft selbst als Selbsteinschätzung hört, ein hervorragender Wirtschaftsstandort. Wir haben in den letzten 10 Jahren in jedem einzelnen Jahr ein höheres Wachstum als Westeuropa gehabt. Das ist also eine außergewöhnliche Leistung, für die uns die Welt bewundert. Wir sind dadurch das 5. reichste Land Europas geworden im Pro-Kopf-Einkommen und wir haben eine Leistungsbilanz, die an der Gefahrenzone liegt, nämlich an der oberen Grenze, 3% Überschuss jedes Jahr, was gerade schon fast als gefährlich in Europa betrachtet wird und wo Europa überlegt, die Länder mit mehr als 3% demnächst unter Beobachtung zu stellen. Nicht wegen Österreich, sondern wegen Deutschland, weil das Ungleichgewicht in den anderen Ländern hervorruft. Also in dem Sinn brauchen wir nicht besorgt sein. Aber natürlich, wenn man sich an der Spitze befindet, ist dort die Luft dünn. Und die Frage ist, ob wir das in 10 Jahren auch noch sein können. Und da fehlt einiges. Ich werde also nicht in diesem Beitrag jetzt, sondern vielleicht das nächste Mal über 7 Säulen der Zukunftsfähigkeit sprechen, was Österreich machen muss, damit es diese hervorragende Position in Österreich halten kann. Also es geht nicht um einen Sanierungsfall, sondern es geht um ein Projekt, eine Spitzenleistung weiter fortzusetzen und zu intensivieren. Wir haben jetzt ein Problem. Die Finanzkrise kehrt mit etwas anderem Gesicht wiederum zurück. Nunmehr hauptsächlich über die Budgetdefizite und die hohe Verschuldung. Auch dabei ist Österreich wiederum besser als im europäischen Durchschnitt, wenn es auch nicht befriedigend ist, aber er ist besser als im europäischen Durchschnitt. Das Problem sind einige Länder, bei denen es sehr viel anders ist. Und das ist nicht nur Griechenland, Portugal und Spanien, sondern es ist auch Italien, Frankreich und Großbritannien. Also eine sehr breite Palette von Ländern, die also eine fast 100-prozentige bzw. über 100-prozentige Verschuldung haben. Und die Finanzmärkte setzen den Punkt auf dieses Problem und das führt zu einer sehr schwierigen Situation. Wir haben deswegen unsere Prognose für das nächste Jahr sehr stark hinunterrevidiert. Weniger als 1% wird das Wachstum in Österreich sein, wiederum mehr als in Westeuropa, aber das bringt uns nicht sehr viel, wenn wir das sagen. Eine Wachstumsrate von nur 0,8% bedeutet steigende Arbeitslosigkeit und bedeutet Schwierigkeiten, die Schulden zurückzuführen, die ohne dem schon unter 3% Neuverschuldung gesunken wären. Aber bei dieser Wirtschaftsleistung ist das nicht möglich. Und dabei sind diese 0,8% eine ausgesprochen optimistische Prognose. Sie setzt voraus, dass einiges nicht passiert und sie setzt voraus, dass einige andere Sachen passiert. Unter anderem setzt diese Prognose voraus, dass es in den nächsten 2-3 Monaten gelingt, einen geordneten Ausgleich Griechenlands über die Bühne zu bringen. Das heißt, die Staatsschulden Griechenlands von 160% der Wirtschaftsleistung auf 70-80% zu reduzieren. Ohne dem geht es auf keinen Fall. Ohne dem ist Griechenland praktisch insolvent und es geht nur darum, ob das geordnet oder ungeordnet stattfindet. Eine geordnete Insolvenz oder Ausgleich bedeutet, dass sie vereinbart ist mit den Gläubigern, dass die Europäische Zentralbank Gewehr bei Fuß steht. Peter von Schlechter muss da sehr viel arbeiten in diesem Punkt, damit jeder Ausfall einer Bank, jeder Ausfall eines Kredites wiederum aufgefangen wird. Es zu keinem Bankenrun in Griechenland kommt und dass die Banken, die mit Griechenland verbunden sind, zum Beispiel italienische und französische Banken, auch keine weiteren Probleme haben. Und das setzt auch ein gewisses politisches Einverständnis voraus, dass man das macht, weil es zweifelsohne nicht kostenlos ist. Und da möchte ich dann ein bisschen ein Bild verwenden, weil ich weiß, dass es in Österreich nicht allgemeine Meinung ist, dass man Griechenland
retten soll in dem Sinn und Griechenland in der Europäischen Union behalten soll. Ich möchte das Bild verwenden über ein bekanntes Dorf in Gallien. Sie werden alle Asterix und Obelix gelesen haben. Dieses Dorf hat 27 Häuser, 17 davon stehen enger beisammen, 10 davon stehen ein bisschen weiter auseinander. Früher war dieses Dorf sehr klein und sehr einsam, da waren es nur 6 Häuser. Rundherum hat es einen undurchdringlichen Wald mit Hütten gegeben. Nur Gerüchte hat es gegeben, dass jenseits dieses Waldes sich auch eine Welt befindet, mit der man kommunizieren kann. Dann wurden die Hütten umgebaut und immer mehr eingemeindet. Nämlich, wie gesagt, 27 Häuser wurden aus diesen Hütten, die es vorher gegeben hat. Der Wald rundherum wurde gerodet. Viele Dörfer hat man dann erst richtig gesehen und wahrgenommen. Ferne, jenseits des großen Wassers, ganz ferne, 12 Stunden entfernt, das viele Händler hat und viele billige Waren in das Land bringt, aber deren Händler nicht da bleiben, sondern immer wieder weiterziehen und ihre Waren verkaufen. In diesem Dorf gab es natürlich oder gibt es natürlich Regeln betreffend die Sicherheit, auch was den Feuerschutz betrifft und auch was das Wasser betrifft. Diese Sicherheitsbestimmungen, Brandschutz, wurden nicht immer eingehalten. Zunächst einmal haben die Chefs der großen Häuser immer erklärt, warum sie derzeit ihre Häuser nicht umbauen können. Und dann haben auch die kleineren Länder sich an diese Bestimmungen nicht gehalten. Und wenn eine Brandkommission dann gekommen ist, dann waren alle sauer und haben gesagt, also sie wollen sich nicht reinreden lassen, wie sie ihre Häuser wirklich bauen. Das geht nur sie selbst etwas an. Und besonders die Häuser, die am letzten eingemeindet wurden, aber auch ein Haus auf einem kleinen Hügel, das also auch immer Sonderregeln wollte, wann immer eine Kommission kam und wollte, dass man bestimmte Regeln einhaltet. Eigentlich war das eine Erfolgsgeschichte, dieses Dorf. Es gab keine Kämpfe um die Grenzen der Grundstücke mehr. Vorher wurde ewig gestritten, was wem gehört. Es ist Wohlstand eingetreten. Dieses Dorf war erfolgreich im Handel mit all den Dörfern, die nunmehr aufgetaucht sind, seit der Wald rundherum gerodet wird, zum großen Land, zum ganz großen Land. Das ganz große Land hat preisgünstige Waren gebracht, die die Inflation gesenkt haben. Und in diesem Dorf gab es auch ein besonders sonnig gelegenes Haus mit extrem netten Leuten. Kaffeehausphilosophen würden wir sie als Wiener nennen. Sie hatten auch immer sehr viele Gäste, die sich immer gefreut haben, wie angenehm es in diesem Dorf zugegangen ist. Die Kaffeehausphilosophen konnten immer alles erklären. Sie haben vielfach studiert, trinken gerne das eine oder andere Glas Feuerwasser und sind extrem gastfreundlich. In diesem Dorf führen die älteren Familienmitglieder immer das große Wort. Die Arbeit ruht, weil es auch relativ sonnig und warm dort ist. Im Keller liegen Waffen, liegt Wasser und Stromleitungen sind schon lange nicht repariert. Die Feuerlöscher sind verrostet, Gerümpel liegt rund um dieses Haus herum. Und dann bricht plötzlich ein Brand aus in diesem netten Sonnendorf. Eigene Löschversuche sind völlig chancenlos, weil ja alles in diesem Dorf verrostet ist. Dann kommt die Dorffeuerwehr, die erste Brandlöschung gelingt einigermaßen. Dann gibt es eine Besprechung, was jetzt in Zukunft geschehen soll, wie man sich verhalten soll, was man alles richten muss. Und während dieser Besprechungen bricht die Glut wiederum auf, bricht wieder aus und es brennt weiter. Die Gefahr besteht, dass das auf andere Häuser übergreift, tatsächlich ein paar Glutnester greifen bereits auf andere Häuser, um besonders auf die auch sehr schlampig waren mit ihren Wasserleitungen und mit ihren Schutz und mit ihren elektrischen Autos. Dann kamen Vertreter anderer Dörfer vorbei, teils um zu helfen, teils um festzustellen, dass in diesen Häusern ja alles falsch gemacht wurde und ihnen erklären, was sie vor einigen Jahren hätten tun sollen. Vertreter weit entfernter Dörfer, aber auch solche von dem Bürgermeister, den es eigentlich nicht gibt, weil der Bürgermeister hat eigentlich rotiert zwischen den einzelnen Häusern, weil niemand wollte, dass jemand wirklich hier Entscheidungen treffen kann. Und nunmehr brennt das halbe Dorf und man hat mehrere Möglichkeiten. Was soll man tun? A, brennen lassen. Und zu erklären, das Haus gehört eigentlich nicht wirklich dazu. Das war immer schon ein Außenseiter, das hätte man nie eingemeinden dürfen. Die zweite Möglichkeit, helfen und nichts verändern und zu sagen, also okay, seid ihr liebe Leute, wir haben euch jetzt geholfen und wir werden euch das nächste Mal auch helfen. Das wäre die zweite Möglichkeit. Die dritte Möglichkeit ist,
helfen, einen Eigenbeitrag verlangen, kontrollieren, ob dieser Eigenbeitrag gemacht wird, vorbereiten, dass das Feuer zukünftig nicht übergreift, regeln, größere Wasserbehälter, automatische Sprinkelanlagen. Sie werden genau wissen, was ich mit diesem Dorf meine. Es ist Europa, es ist das Euroland, das 17 bzw. das 27 Länder und das sind die eingemeindeten Häuser. Das große Haus ist Deutschland und Frankreich, die als erstes alle Regeln gebrochen haben, die also nur gebrochen werden konnten und damit quasi den ersten Schutzschirm geliefert haben, nämlich für die kleineren Länder, dass sie auch nicht die Regeln einhalten müssen. Das hochgelegene, eigensinnige Dorf, das auch immer um seine Sonderregeln will, ist Österreich. Das sonnige Dorf, in dem der Brand ausgebrochen ist, ist natürlich Griechenland. Und das ist jetzt genau die Situation, die wir mit Griechenland haben. Griechenland nicht zu helfen und hinauszuschmeißen, bedeutet, dass das Dorf gespalten wird, dass die Mitglieder, die also drinnen bleiben, sehr hohe Lasten haben und wir können besprechen, wie hoch diese Lasten sind, jedenfalls größer sind, als wenn sie sich am Feuerlöschen beteiligen. Auf der anderen Seite ist natürlich wichtig, dass die Regeln geändert werden, sowohl die Investitionen in dem kleinen Land, das das verursacht hat, als auch die Regeln in der ganzen Gemeinde, die ja dazu geführt haben, dass diese Schlampereien nicht nur in diesem einen Land entstanden sind, sondern dass sich jeder in irgendeinem Punkt seine Sonderregeln gemacht hat und bei manchen es früher ausgebrochen wird. Und das ist jetzt der Übersprung zur Gegenwart. Ich glaube, es ist notwendig, dass dieser Schuldenschnitt stattfindet. Dieser Schuldenschnitt muss in einer geordneten Form durch die Europäische Zentralbank abgesichert werden. Der Schuldenschnitt ist nicht ganz kostenlos und das müssen wir auch erklären. Und es gibt für mich eine einzige Steuer, mit der wir diesen Schuldenschnitt finanzieren können und sollen. Und das ist die Finanztransaktionssteuer. Sie ist systemisch die richtige Antwort darauf, weil sie erstens dort angreift, wo das Feuer ausgebrochen ist, in einem sehr spekulativen Sektor, der nicht die Realwirtschaft finanziert hat, wie es normalerweise das Bankensystem macht, sondern der durch Spekulationen wesentlich höhere Gewinne gemacht hat, wo die Banken zwar reguliert wurde, aber sich zu jeder Bank eine Nichtbank dazugestellt hat, die gerade so konstruiert war, dass sie nicht den Regulierungspflichten der Finanzaufsicht entsprochen hat oder sich einen Ort ausgesucht hat, wo die Regulierungen etwas schwächer sind. Und die Finanztransaktionen betragen heute das Hundertfache der realen Wirtschaftsleistung. Es wird also alles 100-mal verkauft. Der größte Teil der Finanztransaktionen findet durch automatische Maschinen statt, die kaufen oder verkaufen, wenn der Kurs sich von einem bestimmten Wert entfernt und damit sehr stark zur Volatilität beitragen. Das ist die einzige Steuer, die ich finde, dass sie zumutbar ist und die für die wirtschaftliche Lage auch positiv ist. Würden wir die Konsumsteuern erhöhen oder würden wir die Unternehmenssteuern erhöhen, würde das einen weiteren negativen Effekt für die Wirtschaft haben, während die Finanzsteuern relativ entfernt sind von dem realen Geschäft. Ich kann niemand garantieren, dass nicht auch ein bisschen etwas auf den Letztkonsumenten übertragen wird, aber im Verhältnis zu den Bankensteuern, die es jetzt angedacht sind, die den Konsumenten und den Unternehmer sehr rasch treffen, ist diese Situation doch sehr viel ferner. Das war jetzt ein breiter Weg und ich glaube, das ist die Situation, in der wir sind. Sie ist keine erfreuliche. Wir nehmen an in unserer Prognose, dass sie aber managebar ist. Dazu braucht man eine Kombination aus Solidarität im europäischen Bereich plus einer Strenge bei den Regeln, damit das nächste Mal nicht mehr passiert. Wobei diese Strenge wir gerne akzeptieren, wenn sie die Sünder betrifft, wir aber auch Regeln akzeptieren müssen, die alle Länder betrifft, die also auch bei uns den Spielraum der Wirtschaftspolitik etwas einschränkt. Herr Barzun. Vielen herzlichen Dank für das schöne Bild auch, das wir alle mit Schmunzeln begleitet haben. Dr. Moslechner, würden Sie jetzt Ihre Darstellung bringen, bitte. Vielen Dank für die Einladung. Da ich kein so guter Geschichtenerzähler bin wie der Karl Eiginger, habe ich Ihnen ein paar Bilder mitgebracht, um Ihnen sagen, meine Sicht der Dinge ein bisschen zu zeigen. Möchte aber vorausschicken, dass ich zunächst einmal sagen, den Titel der Veranstaltung mit einem gewissen Amüsement gelesen habe, als ich hier eingeladen wurde. Und das hat mich zu zwei Reaktionen veranlasst. Das eine war, dass ich
gleich in meine Brieftasche geschaut habe und sagen, die Geldscheine waren noch in Ordnung. Also das Geld in diesem Sinne musste nicht gerettet werden mit allen Sicherheitsmerkmalen. Das Zweite war, und das ist ganz lustig, dass das eine Parallele zum Karl Eigenhardt mir ist, auch sagen, dieses kleine Dorf in Gallien eingefallen. In dem Sinne, dass dort, was ja auch wieder ganz lustig ist, der Chef der Majestix immer die Angst hat, dass ihm der Himmel auf den Kopf fällt. Und in gewisser Weise kommen mir manche Aspekte der Diskussion, wie es eben auch in dem Titel der Veranstaltung ausgedrückt ist, ein bisschen so vor, als sei das eine sehr generelle, allgemeine, unbestimmte Angst vor Dingen, die hier passieren können. Das ist nichts Schlechtes, das ist etwas, was man ernst nehmen muss, aber es hilft vielleicht, und das habe ich jetzt in vier ganz kurzen Punkten vor, es hilft vielleicht, wenn man ein bisschen auch zurücktritt und sachlich schaut, na, was sind eigentlich manche dieser Punkte? Und das möchte ich, wie gesagt, in vier Punkten machen. Ich springe aber gleich direkt hinein. In diesem Bild sehen Sie das, was derzeit diskutiert wird, die Spreads für Staatsanleihen. Ganz rechts sehen Sie, wie die in ungeahnte Höhen steigen. Und das ist das Staatsverschuldungsproblem, das ernst zu nehmen ist, das gelöst werden muss, das wichtig ist. Aber es ist nicht das einzige Problem. Es ist nicht eine Krise, die eine Verschuldungskrise oder eine Verschuldungskrise allein ist. Hier haben Sie die Spreads am Interbankenmarkt. Und hier sehen Sie zumindest zwei Dinge, nämlich, dass in den ersten Phasen der Krise dort das Problem angesiedelt war. Und wenn Sie nach ganz rechts schauen, dann sehen Sie, dass wir uns wieder in so eine Krise hineinbewegen, die auf den Finanzmärkten in erster Linie sich auswirken wird. Dazwischen, das habe ich jetzt nicht mit einem Indikator hier abgebildet, hatten wir die realwirtschaftliche Krise und die Gefahr, in der wir uns momentan befinden, besteht natürlich darin, dass wir so in eine neue Spirale dieses Krisenablaufes hineinkommen. Das ist jetzt nicht alleine zu lösen, indem man sich auf die Verschuldungskrise, so wichtig sie ist, konzentriert, sondern man muss versuchen, alle diese Krisenelemente, was sehr schwierig ist, gleichmäßig anzugehen und in irgendeiner Weise zu stabilisieren. Wahrscheinlich, würde ich sagen, ist das Stabilisieren des Finanzmarktbereichs das unmittelbar Wichtigste, weil das direkt auf die anderen Krisenphasen einwirkt. Zweiter Punkt, schon im Titel der Einladung drückt sich aus, dass Geld irgendwie so für alles steht. Geld aus ökonomischer Sicht ist aber etwas ganz Bestimmtes. Und ich habe nur versucht, das hier mal kurz aufzulisten. Auf der linken Seite sehen Sie, wenn wir von Wirtschaftssystemen sprechen, historisch, dann haben wir mal in der Tauschwirtschaft begonnen. Dann wurde Geld eingeführt in der Geldwirtschaft. Und schlussendlich leben wir heute in einer Kreditwirtschaft, wo es eben Geldvermögen und Verschuldung, Kreditfinanzierung etc. gibt. Der Hinweis, den ich hier nur geben möchte, ist, wenn Sie auf die rechte Seite schauen, die Funktionen von Geld und die Funktionen der Finanzmärkte, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Wenn wir über Geld reden, reden wir über Geldpolitik, über Bargeldumlauf, über die Funktion als Tauschmittel, Recheneinheit, Wertaufbewahrung, das heißt Inflation. Finanzmärkte haben ganz andere Funktionen. Also unter dem Titel Geld, das alles bis hin zu Einkommen und Vermögen gleichzeitig zu subsumieren, verwischt eher den Blick auf die Probleme, die es tatsächlich zu adressieren gibt. Das hängt auch im Zusammenhang oder wird in der Diskussion sehr oft in Zusammenhang gestellt mit der Währungsproblematik, wo Sie dann faktisch jeden Tag im Morgenjournal hören können, und wie hat der Euro-Wechselkurs auf diese Diskussion reagiert, die Schwäche des Euro. Wenn Sie sich die simple Wechselkursentwicklung des Euro seit Beginn der Währungsunion anschauen, sehe ich diese Schwäche in der aktuellen Phase nicht. Wir haben begonnen bei unter 1,20, sind hinuntergegangen bis fast auf 80 und sind jetzt in der Gegend von 1,30 über 1,30. Also auch hier offensichtlich eine gewisse Begriffsverwirrung und Begriffsverwechslung, die mit den Fakten wenig zu tun hat. Dritter Punkt, und das hat der Karl Eiginger teilweise schon angesprochen, was tatsächlich ökonomisch wirklich zählt, ist, wie hoch ist das Wachstum der Realwirtschaft? Wie hoch ist das BIP,
dass wie viele Produkte, wie viele Dienstleistungen werden produziert, die wir tatsächlich konsumieren und investieren können. Das ist unabhängig davon, ob ich jetzt die verfügbare Geldscheinesumme in einer Volkswirtschaft verdopple, halbiere, was immer ich mache. Der Fokus am Ende in all dieser Krisenanalyse muss sein, wie stark kommt unsere Realwirtschaft aus dieser Krise heraus und was müssen wir dafür tun. Sie sehen hier für alle Euroraumländer aufgetragen, dass es reale BIP-Verluste in einem erheblichen Ausmaß in der Krise gegeben hat, dass manche Länder wie Österreich es geschafft haben, relativ rascher aus dieser Krise herauszukommen, dass aber andere Länder und da durchaus auch Länder, die wir nicht zu den schwachen Ländern zählen würden, wie Niederlande, wie Finnland, einen viel längeren Zeitraum brauchen, um diese BIP-Verluste zu kompensieren oder wieder aufzuholen. Sie sehen hier, dass in der Krise selbst im Jahr 2009 es ganz erhebliche reale Verluste gab, dass in der Prognose bis 2013 es die meisten Länder schaffen, das wieder aufzuholen. Aber die Verluste an realer Produktion, an realem Konsum, an realen Investitionen, die in diesem Zeitraum aufgetreten sind, die werden mehr oder weniger nie mehr aufzuholen sein, wenn es uns nicht gelingt, auf einen besseren langfristigen Wachstumspfad einzuschwenken. Und Sie sehen in dieser kleinen Grafik ganz unten, die ich hier noch eingeblendet habe, leider sind die Vorlaufindikatoren, wie auch der Karl gesagt hat, in der Prognose für Österreich, nicht angetan, uns zu signalisieren, dass wir sehr rasch wieder in eine günstige Konjunktursituation kommen. Letzter Punkt, ein, wie ich aus Erfahrung weiß, in solchen Diskussionen häufig sehr wichtiger Punkt: Gibt es eine Inflationsgefahr around the corner? Und ist diese Inflationsgefahr auch mitgetragen oder mitbestimmt durch die Geldpolitik der EZB und des Eurosystems, durch die massive Liquiditätsbereitstellung, die die Notenbanken derzeit weltweit betreiben? Hier nur ganz einfach die Fakten. Die obere Linie ist nicht die Inflation, wie man vielleicht am ersten Blick glauben könnte. Die obere Linie ist das Wachstum der Geldmenge M3, wie es im Eurosystem definiert ist. Und die unteren beiden Linien sind zwei Indikatoren für die Inflationsentwicklung in sehr langer Frist, wobei ich nur jeweils die Ölpreiseffekte und die Nahrungsmittelpreiseffekte herausgenommen habe, weil das Dinge sind, die man geldpolitisch ja eigentlich nicht beeinflussen kann. Was man hier sieht, ist, dass wir in der ganzen Phase der letzten 10 Jahre oder darüber hinaus eigentlich noch nie in so einer schwachen Geldmengenwachstumentwicklung waren und dass eigentlich die Inflationsentwicklung mit dieser Geldmengenentwicklung auch in keinerlei Zusammenhang steht, wenn Sie das so anschauen. Oben dann können Sie kaum lesen, noch die Inflationsprognosen für das nächste Jahr, die alle davon ausgehen, dass die Inflationsentwicklung, die jetzt durch Erdölpreise und Nahrungsmittelpreise nach oben getrieben wurde, dass das wieder zurückgeht, wenn diese Effekte auslaufen, in den Bereich von 1,5 bis 2% nach den internationalen Institutionen, mit dem Abschwung des Konjunkturzyklus, vor dem wir uns leider befinden, würde ich annehmen, dass die Dämpfung noch etwas stärker ausfallen wird. Und schlussendlich noch ein kleiner sachlicher Punkt zum Abschluss. Hier sehen Sie auf eine simple Weise dargestellt, wie in welcher Form die EZB Liquidität zur Verfügung stellt. Und das, was rechts vom Strich hier ist, ist die Prognose, wie die Liquiditätsbereitstellung weitergeht, wenn man einfach nur die Transaktionen so laufen lässt, wie sie derzeit bestehen. Was damit ausgedrückt werden soll, ist, alle Liquiditätsbereitstellung, die durch die Notenbank erfolgt, ist temporär, das heißt befristet. Diese Liquidität baut sich automatisch ab, wenn nicht entschieden wird, dass sie verlängert wird oder sie ersetzt wird durch eine neue Transaktion. Und darum geht es, die Liquidität, die dem Bankensystem zur Verfügung gestellt wird, wenn man nichts tut, so wie hier rechts vom Strich angenommen, sehr rasch auf sehr niedrige Größenordnungen zurück. Das heißt, es ist der Geldpolitik jederzeit möglich, wenn das notwendig sein sollte, diese Liquiditätsversorgung des Bankensystems und der Wirtschaft sehr rasch
auf das notwendige Maß zurückzufahren, um eventuelle Inflationseffekte wieder in den Griff zu bekommen oder die Konjunkturentwicklung zu dämpfen, falls das wieder mal notwendig sein sollte. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank. Ich möchte mich besonders bedanken, dass Sie, Herr Aiginger, gesagt haben, wie stark unsere Wirtschaft ist, weil wenn man die pessimistischen Äußerungen täglich hört, hat man ja wirklich schon das Gefühl, alle kaufen sich einen Strick. Und Ihnen möchte ich auch sehr herzlich danken, dass das Entscheidende ist, wie sich das Sozialprodukt entwickelt und dass wir einen Wachstumspfad brauchen, weil wenn alle nur sich darüber den Kopf zerbrechen, wie man Schulden tilgt oder ähnliche Maßnahmen setzt und das aus den Augen verliert, so kriegen wir ein noch viel größeres Problem als das, was wir jetzt haben. Herr Dr. Wallner, Sie sind angesprochen als von der Industriellen Vereinigung entsandt. Die Industrie, also die produzierende Wirtschaft, ist gefordert, sich nicht in den Pessimismus treiben zu lassen. Sie hat leider Signale gegeben in den letzten Monaten, dass sie die Investitionstätigkeit drosselt aus Angst. Die Angst ist genau das, was dann in der Prognose des WIFO den Niederschlag findet. Wie ist das in Ihrem Hause? Ja, ich bin dankbar, dass der Dr. Moslechner das angesprochen hat mit der Realwirtschaft und vor allem mit dem Thema, wie retten wir unser Geld. Ich glaube, dass das wirklich solche grauen Wolken sind, die jetzt über uns schweben. Die Großwetterlage der Konjunktur, es wird, glaube ich, weniger beachtet, also es wird vielmehr die Großwetterlage beachtet, die Konjunktur und nicht das Klima, wie die Fundamentaldaten dahinter ausschauen. Ich meine, wir kennen die Hysterie beim Klima. Wir haben in den 70er Jahren die Prognose gehabt, es wird die Eiszeit kommen. Also wir werden uns wahrscheinlich in den nächsten 30 Jahren eine Klimaveränderung haben in Richtung kälter werden. Jetzt heißt vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren hat es angefangen, dass es Klimaerwärmung kommt. Ja, also es wird in die andere Richtung gegangen. Wir haben in den 80er Jahren geglaubt, es gibt ein Waldsterben. Wir werden also heute wirklich keine Bäume mehr erleben. Unsere Generation hat sich auch geändert. Und wir brauchen nur bei uns schauen. Wir haben ja bei uns vor 2008, kurz vor der Lehman-Krise, war bei uns das Hauptthema in der Politik die Inflation. Das heißt, wie schaffen wir es, mit diesem unglaublichen Nachfragewachstum weltweit überhaupt umzugehen? Ressourcenknappheit, zu viel Nachfrage, teure Ölpreise. Jetzt genau das Gegenteil. Jetzt haben wir Angst vor einem zu wenig Nachfrage, einem zu wenig an Wachstum. Und ich glaube, man sollte sich ein bisschen das Ganze relativieren, denn wenn man sich die Daten anschaut, und das ist, glaube ich, das wichtige Bild, das der Dr. Moslechner für Österreich aufgezeigt hat, stimmt und für Europa. Ich möchte globaler weitergehen, weil wir sind eine kleine, offene Volkswirtschaft. Wir sind nicht nur darauf angewiesen, sondern wir haben die Chance, am Wachstum mit zu partizipieren. Ein kleiner Gedanke auch zum gallischen Dorf, das stimmt. Es gibt ein gallisches Dorf, das sich vehement gegen Wachstum wehrt. Das ist die Eurozone, das ist Europa. Aus verschiedensten Gründen. Weltweit schaut es nicht so aus. Wir haben die IWF-Prognose 4% Wachstum heuer real. Nächstes Jahr wieder 4% Wachstum. Wenn man sich diese Daten geschichtlich anschaut, es gibt einen sehr guten Ökonomen, der vor einigen Monaten leider verstorben ist, der Madison. Der hat es geschafft, in den letzten 100 bis ins 15. Jahrhundert zurück die Wachstumsraten zu erforschen. Und er ist draufgekommen, dass die Wachstumsraten so in den Jahrhunderten ungefähr 2% waren im Schnitt. Es hat noch nie eine Zeit gegeben, wo das Wachstum über 3% gewachsen ist, außer seit 2000. Seit 2000 war das Wachstum weltweit 3,2%. Ein unglaubliches Boomjahr. Das hat es nicht einmal in den Jahren in den 50er bis 70er Jahren, in den großen Aufbaujahren gegeben, da war 2,9% das Wachstum. In den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg war überhaupt das Wachstum unter 2%. Also wir müssen schon wissen, es gibt, und das ist das Positive, glaube ich, es gibt ein gewisses Datum, das war in meiner Meinung wirtschaftspolitisch einer der wichtigsten Daten, das war das Annus Mirabilis 1989, wo zugleich China, als auch Indien, als auch Osteuropa eigentlich aus der Knechtschaft in die Freiheit entlassen worden sind und dadurch natürlich unglaublich ein Nachfragehintergrund war. Nicht? Aus den Bedürfnissen der Menschen ist auf einmal eine Kaufkraft erwachsen, auch ein Bedarf erwachsen. Und das ist ein unglaublicher Boom, den wir, glaube ich, derzeit erleben. Ich nenne es, die Ökonomen nennen es diesen Positive Supply Shock, einen positiven Schock auf die Menschheit. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Also wir haben die Chancen jetzt wirklich an diesem Wachstum mitzuteilen. Indien übrigens ganz wichtig, auch das wird vergessen. Indien war ja 1990 auch der Rao-Ministerpräsident und Singh die ganz großen Liberalisierungsreformen. Da hat man das erste Mal auch durch die Internetrevolution schafft man jetzt diesen Dienstleistungssektor endlich handelbar zu machen. Nicht? Unsere Buchhalter sind teilweise schon in Indien, weil es dort einfach besser funktioniert. Ersparen wir uns wieder Kosten. Also man muss wissen, durch diese Globalisierung, durch die Internationalisierung war bis jetzt immer das Thema,
wir haben einen unglaublichen Wachstumsschub. Sind wir diesem Wachstumsschub gerecht? Ich glaube, dass die große Herausforderung eher sein wird, wie schaffen wir es, die Ressourcen noch weiterhin für uns zu gewinnen, für die europäische Wirtschaft. Und dieser positive Supply-Shock, was ganz wichtig ist, glaube ich, dass die Idee, dass wir eigentlich ein Bevölkerungswachstum haben weltweit. Wir haben ein malthusianisches Wachstum. Wir haben bis 2030 9 Milliarden Menschen. Allein dadurch wird Wachstum entstehen. Und ich glaube, dass die Herausforderung war bis jetzt, wie werden wir diesem Wachstum gerecht? Und da gab es natürlich Ungleichgewichte. Da gibt es auf der einen Seite die Chinesen, die unglaublich gespart haben. Die haben über 50% des BIP an Sparvolumen, dieses Savings Glut, wie man genannt hat. Also wir haben wirklich große Investitionsmengen gehabt in den letzten 20 Jahren. Und ich glaube, dass diese Investitionsmengen nicht richtig eingesetzt wurden. Es war eigentlich eine Fehlallokation von Kapital und da möchte ich auch die Unternehmen nicht aussparen. Die haben genauso Schuld gehabt, nicht die österreichischen Unternehmen. Weltweit wurde auch sehr viel fehlinvestiert. Es wurde von den Haushalten fehlinvestiert. Es wurde einfach jetzt in China oder wie? Nein, generell auch. Ja. USA, generell von den privaten Haushalten, in Europa auch. Und das, glaube ich, war die große Ursache. Ich würde den Finanzmärkten nicht so das Bummeln hinschicken, dass sie die Auslöser und die Ursache der Finanzkrise waren. Sie waren die Hauptprofiteure. Das kann man ihnen vorwerfen oder nicht. Aber sie haben nur davon profitiert, dass es eben Reserven gegeben hat auf der einen Seite, Sparreserven, und auf der anderen Seite Bedürfnisse gegeben hat und dass die ausgetauscht wurden. Und da hat die Finanzwirtschaft mitgespielt. Das Positive, glaube ich, an der Krise ist, dass wir das erste Mal sehen, dass es diejenigen, die über die Verhältnisse gelebt haben, auch den Preis dafür zahlen müssen. Das muss man auch sagen. Und damit meine ich sehr stark die Politik. Die Politik hat mitgespielt. Wenn wir sehen, wir haben die ganz großen Schuldnerländer, das sind die Wohlstandsländer, USA, Japan, Europa, die haben die Staatsschulden angehäuft. Die sind großteils in die Transfers hineingegangen. Und wir brauchen nur Österreich anschauen. Österreich hat, wenn man von der intertemporalen Budgetbeschränkung sagt, man darf also barwertgemäß nicht mehr ausgeben, was man einnimmt in der Zukunft. Wenn das nicht passiert, haben wir eine Nachhaltigkeitslücke und die Nachhaltigkeitslücke, die wir haben im österreichischen Haushalt, die wurde berechnet, nicht nur von der EU-Kommission, da gibt es auch Standard & Poor's und gibt es auch die BEZ, ungefähr das Mittelding aus diesen vielen Werten ist ungefähr 5% des BIP. Das heißt, wir haben 5% des BIP an Nachhaltigkeitslücke, wo wir die Einnahmen nicht bekommen werden. Das würde bedeuten, ein ganz kurzer Schmankerl, das würde bedeuten, wenn wir müssten um 5% des BIP die Steuern erhöhen, dann würden wir es jetzt bei einer Steuer festmachen, die alle betrifft, wir müssten zum Beispiel die Mehrwertsteuer auf 33% anheben, würden wir uns das leisten können, was wir eigentlich an Sünden in der Vergangenheit getan haben. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt. Es war eine Fehlallokation. Die Schulden sind jetzt in Österreich hauptsächlich auf Transfers gegangen. Wir haben die Transferquote sehr stark erhöht, also mit den Förderungen und Subventionen auf über 33% des BIP. Die Investitionen sind zurückgegangen vom Staat, inklusive aller Ausgliederungen jetzt. Wenn man die auch mit einberechnet, sind sie zurückgegangen, die Investitionen. Und das ist, glaube ich, kein gutes Zeichen. Ich glaube, dass die Politik sich immer sehr leicht tun kann. Sie kann Ziele formulieren, ohne irgendwelche nennenswerten Berechnungen machen zu müssen. Nicht? Ein Vorstand, der einen Businessplan hat, muss seinem Aufsichtsrat eine Kalkulation machen. Die Politik tut sich da leicht. Die Politik kann sagen, ich möchte im Jahr 2020 energieautark sein. Gibt es ja die Forderung. Ja? Genau dasselbe war in den 70er Jahren. Das Ziel zumindest, ja. Genau dasselbe war in den 70er Jahren. Nicht? Man hat also gesagt, und wenn man sich die Budgetreden von Androsch anschaut damals, 1974 hat es angefangen mit der ganz großen, mit dem Deficit Spending, dann sieht man, dass man damals schon festgelegt hat, in 4 Jahren möchte man es wieder zurückzahlen. Also damals hat man auch antizipiert, wir werden die Schulden wieder zurückzahlen. Man hat quasi das Wachstum vorausgenommen und hat aber keinen wirklichen Businessplan aufstellen müssen. Und ich glaube, das ist ein Problem. Also die Politik tut sich das sehr leicht. Beim Währungsraum sind auch viele Fehler passiert. Nicht zuletzt die Aufnahme von Griechenland, kann man diskutieren. Aber ich bin beim Professor Aiginger. Das ist ein Vertrag, den wir eingegangen haben. Und ich glaube, wir müssen eine Solidarität hier ausüben. Die Frage ist natürlich, ob wir auch eine Leistungssolidarität zurückbekommen. Das ist, glaube ich, eine Kernfrage. Vielen herzlichen Dank für diese erste Runde. Herr Pucher, vielleicht räumen Sie mal auf mit allen Anregungen, die wir hier bekommen haben. Ja, ich fange vielleicht einmal damit an, mit dem
Ausspruch von Dr. Wallner, den ich unterstreiche. Die Politik tut sich sehr leicht. Ich glaube, da muss man auch unterscheiden, welche Politik Sie meinen. Es gibt die Regierungspolitik, es gibt die Oppositionspolitik. Und die Oppositionspolitik hat die Aufgabe, die Regierungspolitik daran zu erinnern, dass es auch Gegenmodelle geben kann und geben muss und dass nicht Gott gegeben ist, dass es nur eine Lösung geben soll. Und wir haben das in den letzten Wochen, Monaten oft gehört und gelesen von der Alternativenlosigkeit der Rettungsaktionen, was Griechenland betrifft und was die Euro-Rettung an sich betrifft. Und ich glaube, es ist die Aufgabe einer Oppositionskraft, darüber nachzudenken, welche anderen Szenarien sind noch denkbar am Beispiel einer Griechenland-Lösung oder einer Euro-Rettung. Und mit diesem Thema haben wir uns seit vielen Monaten und jetzt schon 2 Jahren auseinandergesetzt und viele Diskussionen angehört und viele auch Experten nach Österreich geholt. In der ersten Phase waren es Experten aus der Bundesrepublik Deutschland, weil in Österreich durfte man ja nicht so offen reden über das, was sich viele Experten auch tatsächlich denken. Und Deutschland war da immer schon etwas voreiliger, etwas freizügiger. Und daher haben wir uns mit sehr vielen Experten aus Deutschland zusammengesetzt. Und die haben uns auch gesagt, dass es keine Alternativenlosigkeit gibt, dass es sehr wohl Gegenmodelle gibt. Am Beispiel Griechenland, um beim Beispiel des gallischen Dorfes anzuknüpfen, ich glaube, dass einem auch manchmal es gut tut, ein wenig den Hausverstand zu benutzen. Und wenn Sie von den Häusern sprechen, Herr Professor Eiginger, der Hausverstand sagt mir, dass diese Häuser windschief dastehen. Einige zumindest davon stehen windschief da. Jetzt muss ich kein geprüfter Architekt sein, um das festzustellen, sondern da genügt einfach das Sehvermögen und vielleicht auch der Hausverstand. Und daher sage ich, dass diese gesamte Konstruktion der Eurozone eine viel zu voreilige war. Dass kein Bürgermeister zur Stelle war, der gesagt hat, es gibt Grundstücke, auf denen darfst du bauen und das unter bestimmten Voraussetzungen. Sondern es wurde wild drauf losgebaut und jedes Grundstück, das frei war, konnte man ein Haus hinbauen, ohne klare Vorschriften und Bauvorschriften. Und wenn sie da waren, dann hat sie niemand befolgt. Und sie wurden, wie Sie richtigerweise gesagt haben, zuallererst schon von jenen nicht befolgt, die die Ersten waren, die diese Häuser errichtet haben und die größten Häuser errichtet haben, nämlich Deutschland und Frankreich. Und das Zutrauen jetzt in die Problemlösungskompetenz der Europäischen Union leidet zusehends darunter, dass jene Länder, die jetzt davon sprechen, wie die Lösung auszusehen hat, in der Vergangenheit alles über Bord geworfen haben, was sie sich zurechtgelegt haben. Und das nährt natürlich auch den Unmut, nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch in der Oppositionspolitik zu sagen, wir haben kein Vertrauen mehr in die Aussagen einzelner Regierungspolitiker auf europäischer Ebene, denn erinnern Sie sich daran, was alles über Bord geworfen wurde. Was wurde uns schon alles erklärt im Laufe der letzten Jahre, aber auch in den letzten 10 Jahren seit der Euro-Einführung. Uns wurde gesagt, dass beispielsweise es keine Haftung geben soll, ein Land haftet für ein anderes Land. Uns wurde gesagt, dass die Europäische Zentralbank keine Staatsanleihen von pleitebedrohten Ländern aufkaufen darf. Uns wurde gesagt, dass es einen klaren Stabilitätspakt gibt, wo festgehalten ist, welche Spielregeln einzuhalten sind. Alle diese drei wirklich elementaren Spielregeln wurden gebrochen bis heute. Und dann kam 2008 eine Finanzmarktkrise. Ja, nicht in Europa, aber in den USA ausgelöst, aber hat die Schwäche unseres Systems vor Augen geführt. Und die Regierungen auf europäischer Ebene haben bis zum heutigen Tag keine Lehren aus dieser Krise gezogen. Sie haben nicht darauf reagiert, entsprechend reagiert, obwohl seit 3 Jahren eigentlich das Finanzsystem auch in Europa reparaturbedürftig ist. Und warum ist denn diese Krise ausgebrochen im Jahr 2008? Das war ja Gegenstand von vielen Analysen, Diskussionen und die Politik hat es bis heute nicht geschafft, eine Finanztransaktionssteuer beispielsweise einzuführen, um die Finanzmärkte zu regeln und auch klare Spielregeln zu machen. Sie hat es verabsäumt bis zum heutigen Tag, 3 Jahre danach,
das Trendbankensystem wieder einzuführen, das in den 80er Jahren noch funktioniert, sehr gut funktioniert hat. Das heißt, dass man die Banken trennen muss in reine Investmentbanken, also diese sogenannten Spielbanken, und die Commerzbanken, die das Commerzgeschäft, Privatkundengeschäft abwickeln. Es kann doch nicht sein, dass der Steuerzahler für die Spielbanken haften soll. Ich sehe ein, dass die Banken und das Bankensystem funktionieren muss in einer gesunden Volkswirtschaft. Blutkreislauf wird immer das genannt. Völlig klar. Aber dass der Steuerzahler für Spekulationen haften soll, das ist nicht einsichtig. Daher, glaube ich, ist es höchst an der Zeit und wahrscheinlich schon nach 12, dass man hier diese Trennung endlich einmal herbeiführt. Und die Ursachen für diese marode Situation, in der wir sind, ist ja, dass man einerseits im Jahr 2008 sehr großzügig die Banken gerettet hat, mit Eigenkapitalspritzen, allein Österreich 100 Milliarden Euro, Haftungen, Garantien und Kapital. Und jetzt war absehbar auch für jeden, dass irgendwann einmal der Tag kommt, wo das Geld fehlt. Es kommt einmal der Tag, wo abgerechnet wird. Und da braucht man auch nur den Hausverstand heranziehen. 2008 Geld des Steuerzahlers geliehen, irgendwann einmal fehlt das Geld in der Kasse. Und wir sehen ja die Budgetentwicklung in Österreich. Der Schuldenberg steigt von Jahr zu Jahr, er wird nicht abgebaut, ganz im Gegenteil, wir machen um 13 Milliarden Euro jedes Jahr mehr Schulden und die Situation wird immer schlimmer. Die Banken geholfen und jetzt enormer Schuldenstand und jetzt kommen wir neuerlich in die Situation einer Krise. Und jetzt drängt sich die Frage auf, wie finanzieren wir jetzt die Maßnahmen, die notwendig sind? Die Banken stehen ja jetzt schon wieder an. Ich weiß schon, im Topf sind ja jetzt noch 7 Milliarden Euro in etwa zur Verfügung. Aber das wird ja nicht, reichen, um jetzt sozusagen eine Krise abzufedern. Wir kommen jetzt in eine äußerst schwierige wirtschaftliche Situation, wo der Staat wieder intervenieren muss, wieder eingreifen muss und wo das Budgetdefizit neuerlich ansteigen wird und wo jetzt die Bevölkerung schon das Gefühl hat, dass sie dafür zahlt. Wir haben im letzten Budget die Maßnahmen der Bundesregierung gesehen. Es wurden Beihilfen gekürzt, es wurden Steuern angehoben. Jetzt im neuen Budget werden auch wieder Gebühren angehoben und werden wahrscheinlich Beihilfen gekürzt. Das heißt, der einzelne Steuerzahler bekommt das zu spüren, nicht nur über die versteckte Steuer der Inflation, die relativ hoch ist mit 3,6%, sondern auch über Maßnahmen, die die Bundesregierung setzt. Und das ist aus meiner Sicht eine Situation, wo man auf europäischer Ebene auch einmal einschreiten muss und sagen muss, dass das so nicht weitergehen kann, weil mit den Hilfsmaßnahmen, die Österreich setzt, 28 bzw. 29 Milliarden Euro Zahlungsverpflichtungen jetzt für diesen Rettungsschirm EFSF, das überstrapaziert unsere finanziellen Möglichkeiten. Und wenn ich vor 2 Jahren davon gesprochen habe, dass Griechenland nicht mehr zu retten ist, weil das geradezu unmöglich ist, dann wird weil wir eben eine Partei sind, die ja den Namen Zukunft im Namen trägt, auch uns mit den nächsten Jahren und Jahrzehnten auseinandersetzen, wird Österreich in diese Situation kommen, was die Bonitätsabstufung betrifft. Das ist auszurechnen, das ist zu simulieren. Wenn man sieht, wie viel Geld erforderlich ist, um Griechenland zu helfen, um andere Staaten noch aufzufangen, die einen noch viel höheren Schuldenberg haben als Österreich und auch in solche Situationen geraten, dann überspannen wir einfach die Finanzierbarkeit unserer kleinen Volkswirtschaft Österreich und das wird auf Dauer dazu führen, dass unsere Bonität herunterfällt, dass unsere Zinslast noch weiter ansteigen wird, die finanziellen Spielräume noch enger werden und das Budget aus dem Ruder läuft, wenn man weiß, dass heute schon für Zinsen und Pensionen 40% des gesamten Budgets aufgefressen werden. Vielen Dank. Professor Eiginger, wie stehen Sie zu dieser Perspektive? Also ganz genau, was der Bucher machen will, habe ich nicht gehört. Also hat es geheißen, Griechenland nicht zahlen, Griechenland aus dem Euro ausschließen und zu akzeptieren, dass dann nachher Portugal und Italien drankommen und es dann einen neuen Zaun
in diesem Dorf gibt, wobei ich nicht genau weiß, ich hoffe, Österreich ist dabei bei diesem Nordzaun. Und dann haben wir einen Nord-Euro und einen Süd-Euro. Wir wissen alle, was dann passiert. Wir verlieren die Exporte in die Südzone und die Währung geht um 50% hinauf, die des Nord-Euros, und wir können auch in den Rest der Welt nicht exportieren. Das ist der Grund, warum Sie kaum Ökonomen finden, Herr Bucher. Sie finden natürlich in Deutschland irgendwen, der das sagt, aber die Unterstellung, dass in Österreich das jeder auch weiß, aber nicht sagt, das ist... Na, jeder nicht. Nicht jeder, danke. Ich also bin also exkulpiert. Aber es ist... das ist das durchgerechnet, was passiert, wenn man die Eurozone spaltet. Wir haben sehr starke Exportgewinne, indem wir in diese Länder exportiert haben. Deswegen haben wir den Leistungsbilanzüberschuss. Wir haben ihn nicht gegenüber Westeuropa, sondern wir haben ihn gegenüber Süd- und Osteuropa. Und vorher hatten wir, bevor diese Länder dabei waren, ein Leistungsbilanzdefizit. Und jetzt haben wir einen Leistungsbilanzüberschuss. Wir haben sie als Exportländer genützt. Wir haben wenig von ihnen importiert, weil sie nichts zum Exportieren hatten. Haben daher einen riesen Überschuss gegenüber diesen Ländern und haben damit die Exporte gemacht. Das würde wegfallen. Okay, sagt man, das sind halt 10% Exporte, auch ein Anstieg der Arbeitslosigkeit um einige Zehntel. Und dann tritt eben wirklich das ein, was passiert mit dem Resteuro. Und da sind die Prognosen, dass der enorm steigt in seinem Wert. Und wenn die Währung steigt, dann kann man weniger exportieren. Also dann verlieren wir doppelt Expansionsmöglichkeiten. Und es ist auch die ganze weitere Expansion Europas geklärt. Wir haben das ungeheure Glück, wir haben das ja nie zur Kenntnis genommen. In den letzten 10 Jahren hat sich Serbien entschlossen, nicht mit Russland gemeinsam einen Wirtschaftsblock zu bilden, sondern mit Europa. Das heißt, statt dass die Grenzen Europas 200 Kilometer südlich von Kärnten gehen, gehen die Grenzen Europas jetzt jenseits des Bosporus. Und wenn man will, kann man auch die Ukraine noch zu Europa zählen, und darum ist es ja sehr bedrängt. Das Ende Griechenlands bedeutet das Ende der Balkanintegration, und das bedeutet, dass es hier für Europa keine Expansionsmöglichkeiten gibt. Der Weg zur Ukraine wird verstellt sein, zum Schwarzmeerraum, wenn also hier dieses große Loch eintritt. Daher gibt es für mich nur die Möglichkeit, hier zu schauen, dass es eine Rettungsmöglichkeit gibt, dabei zu investieren, dabei zu natürlich sehr viel zu verlangen, aber dabei auch zu schauen, dass das funktioniert. Und wenn man was anderes sagt, ich sehe hier keine Alternative. Weil das, was mit Griechenland ist, ist 50% ähnlich in Italien. Italien hat das Glück, dass Norditalien auch dabei ist, aber wenn man Italien bei Rom abteilt, ist es auch nicht anders, und dann die anderen Länder. Also insofern ist es die Frage, ob wir ein Europa haben, das die Grenze eher nach außen schiebt, mehr profitiert von einem größeren Wirtschaftsraum oder sich verkleinert. Und wir wissen, dass die Welt, das hat der Herr Wallner sehr schön betont, mit einem sehr raschen Wachstumstempo wächst und Europa nur dann zur Kenntnis nimmt, wenn es ein geeintes Europa ist. Wenn das ein Europa ist, gespalten in Nord, Süd, West und Ost, dann geht die Globalisierung an ein Europa vorbei. Dann wird aus diesem Raum ein immer kleineres, immer zerklüfteteres Dorf. Und wir haben profitiert von dieser Vereinigung Europas. Wenn wir jetzt sagen, wenn wir ein Land nicht aufgenommen hätten, wäre es vielleicht auch anders gegangen. Bei anderen Ländern war das Risiko genauso groß. Wie wir Polen aufgenommen haben, wer konnte garantieren, dass der Übergang also vom Sozialismus also zur Marktwirtschaft in Polen funktioniert? In der Wirtschaftskrise war Polen das einzige Land, das überhaupt keinen Rückgang in der Wirtschaftsleistung gehabt hat. Und jetzt ist es ein großer Markt, den wir selbstverständlich abgehakt. Gott sei Dank, dass die dabei sind und wir auf diese Art also unseren Wirtschaftsraum entscheidend vergrößert. Also Europa ist weltweit schon ein relativ kleiner Raum. Und Europa wird nur zur Kenntnis genommen, wenn es ein gemeinsamer Raum ist, wenn es eine gemeinsame Politik gibt, wenn es Probleme, die hier entstehen, auch in diesem Raum gelöst werden und wenn nicht neue Mauern aufgebaut werden. Dann werden wir in 10, 20 Jahren ein Europa haben, dessen Grenze sich noch weiter verschoben haben. Und wenn das nicht der Fall ist, wird sich in der Nähe Europas ein anderer Block bilden, ein Block bestehend aus Iran, Türkei,
eine Neuerrichtung der Grenze der alten Teile der Sowjetunion. Und es wird sich hier wieder ein Block bilden und dann werden sagen, wie dumm war die alte Generation, als Europa gerade unterwegs war, sich zu Richtung Schwarzmeerraum zu entwickeln, die Ukraine auch in den westlichen Bereich einzubeziehen, den Balkan erfolgreich in das europäische Modell zu integrieren. Und das habt ihr nicht gesehen und dann habt ihr neue Grenzen aufgestellt und habt euch wieder auf ein kleines Europa gezogen, wegen einer Krise in einem Land, die beherrschbar ist, die nicht billig ist und die nicht einfach zu beherrschen ist. Und auch Griechenland muss ein Aktivprogramm haben und muss wissen, was es macht nach dieser Krise, welche Waren sie exportiert und auf diese Art. Das ist für mich die positive Erweiterung dieses Dorfes, das übrigens noch einmal gesagt ein sehr erfolgreiches Dorf ist. Also wir haben nie eine Zeit gehabt, wo es so lange Perioden des Friedens gegeben hat. Alle Reformen, die alle Auslieferungen von Kriegsverbrechern, die passieren, bestehen, weil diese Länder Europa beitreten wollen. Und das ist alles vorbei, wenn wir sagen, also wir ziehen uns jetzt in eine nordeuropäische Zone zurück, bei der hoffentlich Österreich das südlichste Land ist. Vielen herzlichen Dank. Für einen Moderator gibt es nichts Besseres, als sich ankündigende unterschiedliche Meinungen. Herr Bucher, so viel ich schon mitgekriegt habe, sind Sie, glaube ich, ganz anderer Meinung. Ja, also zunächst, glaube ich, ist es einmal festzustellen, dass wir keine Panik betreiben, sondern ein Gegenmodell entwickelt haben zu dem, was die Bundesregierung versucht, der Bevölkerung weiß zu machen. Panik betreibt eher die Bundesregierung und betreiben jene, die sagen, wenn wir jetzt aus der Eurozone austreten, wenn jetzt Griechenland nicht geholfen wird, dann ist das der Zerfall der Europäischen Union, dann gibt es wieder Kriege in Europa. Also das ist Panikmache. Und da würde mir es hat so ein bisschen geklungen wie Mauern aufziehen und etc. Ich erinnere nur daran, dass vor dem Jahr 2000 und 2001 hatten wir auch schon Handelsbeziehungen, gab es auch schon Geld. Wir haben nicht mit Muscheln gezahlt und nicht auf den Bäumen gewohnt, sondern es ging der Bevölkerung und der Wirtschaft auch relativ moderat. Und es wird heute oft so der Eindruck erweckt, dass erst alles im Jahr 2001 entstanden ist. Der Urknall war 2001 und der Mensch ist aufrecht gegangen. Also es ist schon vorher auch und vor allem die glorreichen Aufbaujahre unserer Zweiten Republik hatten, glaube ich, einen anderen Ursprung. Und deshalb will ich das nicht so verknüpft sehen. Das ist unredlich und aus meiner Sicht auch nicht richtig. Ich nehme schon an, dass Sie wissen, welche Haltung ich habe. Die ist ja, glaube ich, schon sehr oft auch kommuniziert worden. Meine Haltung ist generell, dass es ein Fehler war, Griechenland erstens einmal aufzunehmen, aber das ist ja ohnehin schon Geschichte. Und das Zweite ist, Griechenland weiterhin sozusagen finanziell zur Seite zu stellen. Und da gibt es viele Experten, weil Sie gesagt haben, in Österreich ist jetzt auch schon ein Umschwung da. Als wir vor 2 Jahren davon geredet haben, waren noch sehr wenige dieser Ansicht, weil sie gedacht haben, dass die Hilfsmaßnahmen, die die Europäische Union setzt, auch tatsächlich greifen. Heute sehen wir, es ist ein Fass ohne Boden und es wird sich auch nicht bessern. Als wir im Frühjahr diesen Jahres noch gesagt haben, naja, jetzt hat die Regierung diesen ersten und zweiten Schritt gesetzt, es werden weitere Schritte dem folgen, dann ist es notwendig, einen Schuldenschnitt zu machen, weil ja völlig klar ist, dass jemand mit einem so schweren Rucksack nicht in die Zukunft gehen kann. Und der Rucksack wird ja immer schwerer von Griechenland. Ja? Die Schulden steigen ja von Tag zu Tag. Trotz der Hilfsmaßnahmen steigen die Schulden von Tag zu Tag. Da will ich jetzt gar nicht davon reden, wer denn das ganze Geld bekommt. Dass das die Banken sind, auch deutsche und französische Banken, die einen Teil dieser Hilfsmaßnahmen sofort abziehen, von denen die Griechen überhaupt nichts sehen. Und der redliche und aus meiner Sicht der wirtschaftlich und volkswirtschaftlich sinnvollere Weg wäre gewesen, Griechenland von einer Schuldenlast zu befreien, Griechenland nahezulegen, aus der Eurozone auszutreten und dann Wirtschaftshilfemaßnahmen zu setzen, damit die Wirtschaft wieder in Gang kommt. Das wird jetzt ohnehin geschehen. Sie wissen das wahrscheinlich auch, dass das geschehen wird. Und jetzt hat man mit diesem Rettungsfonds, ja, mit dieser überspitzt formulierten Bad Bank, Zeit verschafft, auch Griechenland Zeit verschafft, damit Banken, die griechische Staatsanleihen haben, die Zeit bekommen,
diese Staatsanleihen loszuwerden, die von der EZB, von der Europäischen Zentralbank aufgekauft wird. Und dann wird es leichter wahrscheinlich sein, sich mit den Gläubigern zusammenzusetzen und zu sagen, wir erlassen Griechenland 60% der Schulden. Und ich bin überzeugt davon, dass diese Verhandlungen im Hintergrund schon laufen und dass man weiß auf europäischer Ebene, dass das das Lösungsszenario sein muss für Griechenland, damit Griechenland aus der Eurozone austritt, in eine eigene Landeswährung geht und dann den Selbstgesundungsweg beschreitet. Eine andere Lösung kann es nicht geben. Das zweite ist, das zweite Modell, um diese gesamte hafte Krise auf europäischer Ebene, Schuldenkrise sage ich jetzt, nicht Eurokrise in erster Linie, aber Schuldenkrise zu bewältigen, dass wir einfach zur Kenntnis nehmen müssen, dass der Norden Europas und der Süden Europas viel zu verschieden sind. Nicht nur die Geschichte, die Ursprünge, sondern auch die Mentalität und dass ich gerne vergleiche mit Italien. Schauen Sie Norditalien, schauen Sie Süditalien an, das sind zwei völlig verschiedene Wirtschaftsräume. Und die Kosten sind es in Wahrheit, in die wir jetzt uns hineinstürzen, was dieser Wohlstandsausgleich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten kosten wird. Weil wenn wir jetzt diesen Vertrag machen und wenn dieser europäische Stabilitätsmechanismus im nächsten Jahr beschlossen wird, dann kommen wir nicht mehr heraus, alle zukünftigen Maßnahmen, die gesetzt werden, damit der Süden so schnell wie möglich sich am Norden ankoppelt, mitfinanzieren zu müssen. Und das geht zulasten unseres Wohlstandes im Norden. Das heißt, die Schnellen müssen auf die Langsamen warten. Und das wird insgesamt die Eurozone, der Eurozone an Wachstum kosten, unseren Kontinent zurückwerfen gegenüber all jenen Kontinenten, von denen Sie vorhin gesprochen haben, die sich uns davon entwickeln werden, weil es auch am Beispiel der Wiedervereinigung Deutschlands sichtbar wurde, wie sehr sich dort die Ökonomen unterschätzt haben. Ja? Sie haben sich zwar unterschätzt, aber die Kosten sind ja noch um ein Vielfaches höher von dem, was sie angenommen haben. Am Anfang hat es geheißen... Was ist denn Erfolg? Hätten wir es nicht tun lassen? Nein, schon, aber schauen Sie, die Wiedervereinigung Deutschlands... Jetzt sind wir glücklich darüber, dass es geschehen ist. Ja, das ist aber eine kleine Volkswirtschaft. Jetzt sprechen wir von einer Milliarde Milliarden, die das Ganze einmal kosten wird, bis wir den Süden voll aufgefangen haben. Und da frage ich mich, wie wir diese eine Milliarde Milliarden aufbringen werden im Norden. Das ist aus meiner Sicht nicht zu erheben. Und die Wiedervereinigung, da hat man am Anfang gesagt, na, wir werden 2-3 Jahre einen Solidaritätsbeitrag einführen. Und jetzt, 20 Jahre danach, gibt es ihn immer noch. Das heißt, man hat die Kosten völlig unterschätzt, so wie man jetzt auch die Kosten des Wohlstandsausgleichs Nordeuropa-Südeuropa unterschätzt. Daher ist unser Vorschlag, aus der Eurozone auszutreten, mit Deutschland, mit Holland, vielleicht andere Länder mit hineinzunehmen in eine gemeinsame Währung. Schweden ist so ein gutes Beispiel, die machen 10 Milliarden Euro Überschuss, sind nicht in der Eurozone. Und deshalb werden die auch mit niemandem einen Krieg anfangen oder auch keine Handelskriege führen mit irgendjemandem, sondern die haben schon vorsichtig genug agiert, aus meiner Sicht, und richtig agiert. Ich mache etwas Unkorrektes, Herr Dr. Wallner hat sich zwar zuerst gemeldet, aber Sie sind mehrfach angesprochen, nachdem Sie ja das europäische Währungssystem hier vertreten. Eigentlich hat gesagt, die EZB muss dafür sorgen, dass die Dinge, die dann passieren, unweigerlich abgefedert werden. Buch hat angesprochen, dass ja ca. 100 Milliarden bei der EZB an Staatsanleihen liegen, die dort gar nicht liegen sollten. Also es gibt eigentlich ein hübsches Paket für Sie und das schiebe ich Ihnen jetzt so mal zu. Ja, ich werde versuchen, erstens das ernst zu nehmen, was der Bucher gesagt hat, nämlich, dass es alternative Ansichten geben kann. Und zweitens vielleicht an 2-3 Punkten versuchen zu erläutern, dass es ganz so simpel, wie Sie das dargestellt haben, vielleicht nicht ist. Beispiel Griechenland. Versuchen wir uns doch einfach, wie Sie auch gesagt haben, mit Hausverstand vorzustellen, wann Kosten für Griechenland anfallen. Kosten für Griechenland fallen in erster Linie derzeit in Griechenland selbst an. Das Land ist in einer schweren Rezession, über 4 Jahre negative Wachstumsraten. Nach diesen 4 Jahren wird das Realo-Bruttoinlandsprodukt in Griechenland an die 20% niedriger sein, als es vor der Krise war.
Also alles andere, als dass sagen die Lasten, die hier in der Anpassung auftreten, irgendwo ins Ausland exportiert worden wären, sondern die Lasten fallen zunächst einmal in dem jeweiligen Krisenland selbst an. Wann kommt es tatsächlich zu Kosten für andere? Sieht man jetzt von den indirekten Kosten ab, dass so ein schwächeres Wirtschaftswachstum halt auch im Export für andere Länder etwas bedeutet, aber das fällt hier im Vergleich weniger ins Gewicht. Tatsächlich kommt es zu Kosten in dem Moment, wo sie die als Lösung angepriesene Insolvenz realisieren. Weil wie wir von jedem Unternehmen, von jeder Privatinsolvenz wissen, derjenige, der den Kredit gegeben hat, trägt die Kosten zu dem Zeitpunkt, wo dieser Kredit nicht gezahlt wird. Das heißt, alle Lösungsansätze, die möglichst verhindern, dass dieser Schuldenschnitt eintreten muss, sind im Sinne des Gläubigers besser. Jetzt kann es durchaus so sein, dass man schlussendlich zur Meinung kommt, und das tun sie offensichtlich sehr stark forcieren, man soll aus Solidarität mit den Griechen in einem helfen und wir sollen jetzt freiwillig möglichst rasch diese Kosten übernehmen. Also ich wäre da nicht ganz so uneigennützig, sondern würde sagen, es ist doch im gemeinsamen Interesse sinnvoll, alle Möglichkeiten auszunutzen, um diese Kosten auf uns möglichst nicht schlagend werden zu lassen. Vor allem aus dem einen Grund, weil niemand eine Garantie abgeben kann oder auch nur eine Vorstellung darüber hat, was mögliche Folgewirkungen dieses Schritts sein könnten. Wenn ich der portugiesische, der irische, vielleicht sogar der italienische Finanzminister wäre und ich sehe, dass wir bereit sind, im Fall Griechenland auf die rechtlich bestehenden Rückzahlungen zu verzichten, na, was ist naheliegend, als ich sage, na gut, ich möchte hier Gleichbehandlung haben und auch sagen, dieselbe Lösung haben, mit der entsprechenden Potenzierung der Kosten, die dann auf uns zukommen würden. Und jetzt rede ich noch gar nicht einmal von den Effekten, die bei einem Disorderly Default, wenn er eintreten sollte, über die Finanzmärkte, über die Bankensysteme dann auf ganz Europa und vielleicht auf die ganze Welt zukommen würden. Also man muss nicht einmal so weit gehen. Es gab in der Vergangenheit immer wieder Beispiele, wo Probleme mit der Refinanzierung von Verschuldungspositionen entstanden sind. Niemand hat in Österreich auch nur registriert, dass erst vor 3 Jahren, glaube ich, die letzten Raten aus unserer Polen- und Russland-Schuld, die vor 25 oder 30 Jahren defaultet ist, zurückgezahlt wurden. Und hier hat man einfach Lösungen gefunden, diese Verschuldung so lange zu strecken, hat sie schlussendlich zu niedrigeren Zinssätzen und über einen längeren Zeitraum verteilt zurückbekommen, aber es hat nicht zu real wirksamen negativen Effekten geführt. Wenn es so einfach wäre, dass ich mich trauen würde zu schließen, okay, ich garantiere, dass diese negativen Effekte nicht eintreten, dass diese Kosten nicht da wären, dann kann ich auf dem leeren Blatt Papier als Ökonom sofort natürlich einen Default aufzeichnen, wie das geht. Aber die Risiken, die damit verbunden sind, die unmittelbare Kostentragung, die mit verbunden sind, die Auswirkungen auf andere Länder sind mir einfach viel zu riskant und sind viel zu teuer im Vergleich zu dem, was man hier versucht hätte. Vielen Dank, Dr. Wallner, bitte. Also, man muss sich fragen, was das Problem der Eurozone bisher war. Und wir haben, oder nicht der Eurozone, auch der EU generell, wir haben bisher das Problem gehabt, seit 2000 hat das angefangen mit dem Lissabon-Prozess. Wir haben keine Handhabe gehabt, ob die Länder, die in einem gemeinsamen Wirtschaftsraum sind, auch konvergieren. Ja, ob die Schlechteren zu den Besseren konvergieren. Wir haben das mit dem Lissabon-Prozess versucht. Das waren Scheinverpflichtungen, quasi man musste den Name and Shaming, also man darf den nennen, der nicht gut war, und man hat ein Ranking gemacht und das war es eigentlich mehr oder weniger. Wir haben nie eine Handhabe gehabt auf die wirkliche Wirtschaftspolitik. Das ist wirklich ein Konzeptionsfehler des Euroraums auch. Und jetzt frage ich mich schon, was gibt es besser als Handhabe, als der Gläubiger, den Schuldnern, quasi Druck ausüben kann? Das könnten wir nicht, hätten wir die Kredite nicht mehr ausstehend. Ich glaube, dass ein Schuldenschnitt oder ein Default kaum was bringen würde. Ich habe im Gegenteil jetzt die Möglichkeit, wirklich Bedingungen aufzuzwingen.
Man muss schon wissen, die griechische Defizit ist von 15 auf einen einstelligen Bereich geschrumpft, obwohl der Realwirtschaft um 5% gesunken. Das ist eigentlich unglaublich als Resultat. Ich würde mir wünschen, dass die österreichische Politik nur annähernd so eifrig wäre bei der Schuldenreduktion. Also das darf man auch nicht sehen, dass da jetzt nichts gemacht wird in Griechenland. Defizit. Schuldenreduktion, Defizitreduktion, ja. Also das ist ja, kommt das Gleiche. Und ich glaube, dass das sicher der falsche Schritt wäre. Darf ich kurz einhaken bei diesem Thema? Moslechner hat vorhin ja berichtet, und meiner Rechnung nach sind wir schon über 20% Reduktion des Sozialprodukts. Mhm. Und was wir ja jetzt hier erleben ist, dass wir einer Volkswirtschaft aufbrummen, Maßnahmen, die sie in die Lage versetzen, in die Nichtlage versetzen, zu zahlen. Weil wenn ich 20% weniger oder 25% weniger Sozialprodukt habe, dann bin ich ja noch viel weniger zahlungsfähig. Also wenn Sie das in Ihren Bemerkungen also mit berücksichtigen könnten. Das ist die jetzige Lage, aber die Frage ist natürlich, ob die Griechen es auch schaffen, dann die Produktion wieder aufzubringen. Das Griechenland-Problem ist ja in Wirklichkeit, das ist ein Eurozonen-Problem auch, das ist die Industriequote. Die haben ja ein höheres Leistungsbilanzdefizit, als sie also eine Industriequote haben. Und das zieht sich wie das Amen-Gebet durch alle Eurozonen-Länder. Diejenigen, die eine geringe Industriequote haben, haben ein geringes ein hohes Leistungsbilanzdefizit. Und das sind die echten Kriterien für Griechenland. Und natürlich muss man schauen, dass man bei den Bedingungen auch schaut, dass die Industrie wieder aufatmen kann oder halbwegs Produkte herbringen, erzeugen kann, die auf den Märkten verkauft wird. Ich glaube aber, das Thema des Budgets ist auch wieder so, es erinnert mich so an die Nettobeiträge-Debatte, die wir gehabt haben von der EU vor 10 Jahren. Es war vielleicht nicht Ihre Partei damals, aber es war eine andere Partei, die gesagt haben, wozu zahlen wir überhaupt in die EU, es wird sich nie rentieren. Wir wissen heute ganz genau, dass jeder Beitrag, und das waren mehr als Milliarden, also das waren pro Jahr 2,5 Milliarden an Nettobeiträgen, die haben sich natürlich rentiert durch das Wachstum. Und ich glaube, in der Politik muss man schon schauen, wo sind denn die Warenkosten? Ja? Wo schaffe ich, wo gebe ich Geld hin? Ist es zukunftsträchtig oder nicht? Und ich glaube, die ganz großen Budgetlawinen und die Schuldenkrise, die bei uns entstanden ist, und da braucht man nur anschauen, die Berichte auch, die sind woanders entstanden, bei anderen Ausgaben. Also wenn man sich den Aging Report von Standard & Poor's anschaut, die haben so also geschaut, wie Österreich in den nächsten 20, 30 Jahren an Rating haben werden, und da sieht man, dass das Rating von AAA auf A in den nächsten 20 Jahren gehen wird, wahrscheinlich, wenn keine Reformen kommen, und wir in spekulativ Grade sind, also BBB 2040. Also das sind wirklich die wahren Keulen. Ich meine, wir haben, wenn wir beim Bildungssystem, allein das Bildungssystem, haben wir mehr als 5 Milliarden Einsparungspotenzial, wenn wir uns benchmarken am OECD-Bereich. Wir haben im Gesundheitssystem, 2, 3, 4 Milliarden auch an Einsparungen. Ich meine, wir haben ein System, das überbordert. Wir haben das teuerste Gesundheitssystem weltweit und wir haben die höchste Invaliditätspension. Ja, da stimmt was im System nicht. Wir haben die höchsten Bildungsausgaben und wir haben die schlechtesten PISA-Tests. Wir haben die höchsten Familienausgaben weltweit und haben eine der geringsten Fertilitätsraten. Also da stimmt im System inhärent etwas nicht. Und jetzt zu sagen, dass wir das Geld sparen sollen bei einer eventuellen Ausfall Griechenlands, ja, der Dr. Moslek hat das sehr gut formuliert, eventuell ist. Und die ganz großen Brocken, das sind Peanuts gegen die großen Brocken, die wirklich bei uns sind, ÖBB 4 Milliarden Subventionen jedes Jahr. Ich glaube, wenn man das vergleicht, da fällt es mir nicht schwer, wo ich mein Geld investieren will und wo nicht. Ich glaube, da haben wir wirklich große Einsparungspotenziale, aber sicher nicht beim Projekt Europa. Ich würde ganz gern das Thema, das Herr Bucher aufgebracht hat, Schweden ist eine Erfolgsgeschichte und nicht im Euro. Warum sind Sie so pessimistisch, dass wenn andere nicht im Euro sind, das so problematisch ist? Also ich würde gern Schweden zu diesem Nordeuro als Themenkreis setzen. Also ich möchte jetzt nicht in der Geschichte zu weit zurückgehen, aber die größten Budgetdefizite, wenn man sagt, also es gibt da Studien, die sagen, also in Europa gibt es 50 katastrophale Budgetsituationen. Die meisten waren in Schweden und Finnland. Also das waren die beiden Länder, die in ihrer Geschichte am öftesten nahe dem Konkurs waren und diesen Konkurs dann verhindert haben durch eine enorme Abwertung. Schweden ist es gelungen, obwohl dies nach Nicht-Teilnahme im Zweiten Weltkrieg die reichste Land Europas zu werden, ist es zu schaffen, in Wellen von ökonomisch
schlechten Regimen auf den europäischen Durchschnitt zusammenzufallen. Und erst in den 90er Jahren es begonnen, anders zu machen, zu sagen, also wir wollen nicht mehr abwerten, wir wollen quasi unsere Währung an den Euro festlegen. Sie sind indirektes Mitglied des Euroraumes, dem sie gesagt haben, wir wollen nie mehr unsere Währung verändern. Wir sind uns aber nicht ganz sicher, dass wir so diszipliniert sein können, wie wir es jetzt sind und nicht so undiszipliniert, wie unsere Vätergeneration war, sodass wir es nicht formal machen, sondern nur tatsächlich. Also Schweden ist insofern de facto Mitglied des Euroraumes, weil seine Währung mit dem Euro verbunden ist. Es könnte noch einmal eine Notbremse machen, die bei Griechenland nicht notwendig, nicht möglich ist, weil ein wirkliches Mitglied kann nicht abwerten. Ein Mitglied, das also sich fest daran bindet, hat noch eine Hintertür, aber die es nie mehr verwendet hat und nie mehr verwenden muss. Also das ist der erfolgreiche Teil. Aber ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Konzepte ganz klar sind, die es sind. Meine Vorstellung ist die eines kontrollierten Defaults und Schuldenschnitt um 50%. Wobei man gleichzeitig mit dem Rest, dass man die Schulden zurückhaben will, Griechenland disziplinieren kann oder eine positive Wirtschaftsentwicklung dort verlangen kann. Wenn ich den Herrn Bucher verstanden habe, möchte er Griechenland entschulden und entlassen. Das heißt also, der Betrag, ist das richtig? Das heißt, einen größeren Betrag zahlen und keine Möglichkeit haben, nachher darauf einzuwirken, was Griechenland. Weil die Nachschusspflicht wegfällt. Wenn, ja, aber zuerst einen größeren Betrag zahlen. Ist auch die Frage, woher man diesen größeren Betrag nimmt. Weil das ganz Grausliche ist es, nicht zu entschulden und verschwinden zu lassen. Das führt also zu einer Katastrophe, weil dann müssen sie noch in einer anderen Währung zurückzahlen. Und das schaffen sie gar nicht. Also insofern ist Herr Bucher eigentlich nett zu Griechenland, in dem Sinn, dass Na. Sie zuerst entschulden. Aber wenn Sie zuerst entschulden? Ja, aber das Entschulden kommt ja ohnehin auf uns zu, das haben Sie selber gesagt, zu 50%. Nein, zur Hälfte, nein, zur Hälfte. Das ist genau, ich mache genau dasselbe, was wir in der Realwirtschaft dauernd machen. Genau. Wenn wir sehen, dass ein Unternehmen sehr, sehr schlecht geht, gibt es die Möglichkeit, wir schicken es in Konkurs. Oder wir reden mit dem Unternehmen, habt ihr einen guten Businessplan, könnt ihr was besser machen, könnt ihr Teile verkaufen und könnt ihr nachher herauskommen. Und wenn man dann Ja sagt, dass so einen Businessplan gibt es, dann sagt der Kreditgeber, dann werde ich nicht dumm sein und den in den Konkurs schicken, sondern dann werde ich einen Schuldenschnitt von 50% machen, weil dann kriege ich wenigstens 50% zurück und bin außerdem beteiligt oder habe den Kredit an eine Firma, die nachher vernünftig ist. Das ist der Ausgleich zum Schnitt vom Konkurs. Darüber haben wir uns ungeheuer bemüht im Wirtschaftsrecht, dass wir das nicht machen. Wenn wir wissen, wenn man eine Firma in den Konkurs schickt, zerstört man Werte, die man nie wiederum zurückbekommt. Und es ist eine Katastrophe. Es ist auch ein Unterschied, ob man ein Dorf, das gebaut ist, einen Graben baut oder ob man ein Dorf, das nie gebaut ist, kleiner machen lässt. Das ist auch wichtig. Also jetzt sind die Institutionen mit Griechenland sind geschaffen und es ist jetzt schwieriger. Die Kosten sind dreimal so hoch, wenn man diese Sachen alle reversibel macht. Das wurde alles investiert, damit das funktioniert, also die Währungsunion. Und deswegen ist das reversibel werden zu denken. Also das ist es. Es geht nicht, ihnen alles zu schenken, sondern es geht zu schauen, gibt es einen Businessplan in Griechenland, mit dem sie davon kommen. Wenn man ihnen keinen Schuldenschnitt macht, kommen sie nicht weg, auch wenn sie das Vernünftigste machen. Weil sie mit nur reduzieren, kommt nichts heraus. Also es ist eine Reduktion mit Aktivstrategie. Die Aktivstrategie besteht unter anderem daran, dass zurzeit die Europäische Kommission mit griechischen Behörden zusammensitzt und 100 Projekte ausfindig macht, für die Griechenland Mittel des europäischen Strukturfonds bekommen, weil Griechenland war nicht fähig, die Strukturmittel, die ihnen zustehen, abzuholen in den letzten Jahren. Sie haben die Anträge nicht geschrieben. Das Burgenland hat dieselben Begünstigungen gehabt wie Griechenland, also enorme EU-Kredite und waren imstande, das zu nehmen und sind heute deutlich an den europäischen Schnitt, den österreichischen Schnitt herangekommen durch EU-Förderungsprogramme. Griechenland war nicht imstande, dieselben Programme abzuholen und das wird jetzt, das ist als Aktivkomponente gemeint und gleichzeitig auch eine Vision, was macht Griechenland, welche sind die Waren, welche sind die Industrien, mit denen Griechenland wettbewerbsfähig sein kann. Griechenland hat ein bisschen Pech gehabt, Griechenland war irgendwie die Verarbeitung des Öls, der erste Hub, in dem Öl, Chemieindustrie von arabischen Ländern in Europa verarbeitet wurde und dann sind die arabischen Länder draufgekommen, dass sie es auch selber verarbeiten können. Griechenland war das Land mit hoher Textil- und Bekleidungsindustrie, dann ist Portugal, ist Rumänien und Bulgarien zu EU dazugekommen, haben das noch billiger gemacht. Und darauf haben sie diese beiden Sachen verloren und niemand hat sich darum gekümmert, was sie stattdessen machen. Auch die Europäische Union hat sie baut das Straßenbestehen, aber sie haben nicht darum gekümmert, dass dort ein Software-Center oder dass dort ein Industrie-Center darum entsteht und deswegen ist hohe Budget erhandelt. Ganz kurz bitte, ich möchte jetzt dann langsam das Publikum einbinden. Kurzer Zusatz dazu. Ja, natürlich. Also Sie noch und Herr Bucher und dann
Selbst wenn man Griechenland heute total entschulden würde, sie haben ein Primärdefizit. Das heißt, die operativen Kosten werden im Staat nicht gedeckt werden. Man hilft im Moment nicht, wenn man die gesamten Schuldenlast weggibt. Sie würden noch immer ein Defizit haben. Und die Frage ist, wo kriegen sie das Geld her? Sie können sich am Kapitalmarkt dann nicht mehr finanzieren. Ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt. Und was Sie angesprochen haben, es gibt genug Beispiele, wo Schuldenquoten abgebaut wurden. Die USA hat nach dem Zweiten Weltkrieg einen enormen Schuldenberg gehabt von 150% des BIP. Mhm. Die Griechen haben in den Ende der 90er Jahre Zinsenlast von 11% der gesamten Ausgaben. Also die haben eine unglaubliche Zinsenlast gehabt in den 90er Jahren noch und haben es abbauen können. Also ich würde da kein Horrorszenario machen, weil die Schuldenquote so hoch ist, sind die für immer verloren. Wir haben ja auch damals bei uns in der Industrie die Verstaatlichten nicht privatisieren können, bevor das wirklich managebar war, bevor die nicht operativ tätig sein konnten. Und das ist in Griechenland leider noch nicht der Fall, das muss man sagen. Und wir haben sie entschuldet, die Verstaatlichte. Wir haben sie entschuldet nach vielen Jahren. Der Steuerzahler. Der Steuerzahler. Das sind am Anfang viele Deadweight Loss gewesen. Ja, genauso. Wir zahlen noch einmal 20 Milliarden. Dafür muss ein Konzept her. Das Konzept zahlen wir nur, wenn es, wir zahlen die 20 Milliarden letzte Hilfe für die Verstaatlichte, nur wenn es ein Konzept gibt. Konzept wurde durchgeführt und dann wurde es privatisiert mit großem Erfolg. Aber genau so ein Ding nicht 100% und beschimpfen und wegschicken, sondern zu sagen, also ihr macht ein Konzept, wenn ihr das Konzept macht, kriegt ihr einen Teil eurer Schulden gleich, den anderen haben sie so über Jahre weiter zurückgezahlt und das war das Konzept eines quasi Ausgleichs der Verstaatlichung. Ja, aber also beschimpft wird niemand in Griechenland. Ich habe viele Diskussionen schon gehabt mit der Präsidentin der österreichisch-griechischen Gesellschaft, die leider Gottes in der Zwischenzeit verstorben ist. Und wir haben uns immer blendend verstanden. Genau bei diesem Punkt, dass Griechenland sagt, wir wollen uns nicht alles vorschreiben lassen aus Brüssel. Und das ist ein diktatorischer Eingriff von außen in die innergriechischen Entscheidungsprozesse. Und das wird Griechenland nicht gutieren. Was glauben Sie, warum Tausende auf die Straße gehen, sich ungerecht behandelt fühlen? Und das wird ja so nicht aufhören. Nur mein Zugang ist jetzt einmal ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Wir setzen dieses ständige Nachschießen von Milliarden auf unbestimmte Zeit. Auf unbestimmte Zeit fort. Anstatt wir jetzt einmal einen Schnitt sagen und einen Schnitt machen und endlich einmal klar schief machen und Griechenland weiß, dass sie sich selbst in eine neue, eigene und selbstbestimmte Zukunft begeben. Ich empfinde das wirklich als Panikmache, wenn man hergeht und sagt, das kostet uns, wenn Griechenland austritt, nicht hinausschmeißt. Sie wissen ja, also rechtlich 100% wasserdicht kann ja Griechenland auch keinen Konkurs machen, sondern kann nur insolvent werden und dann wird in Paris zusammengesetzt und dann schaut man, wie viel kann Griechenland schultern und wie viel muss man ihnen erlassen, damit sie wieder auf eigene Beine kommen. Aber zu sagen, das kostet uns 40 Milliarden Euro, das war die Auskunft der Finanzministerin, ist nicht redlich. Ich habe sie gefragt, wie sie auf diese Zahl kommt, auf diesen Betrag kommt und die konnte mir keine Antwort geben. Ja? Aber schnell einmal zu sagen, das kostet Österreich 40 Milliarden Euro, wenn Griechenland austritt, das ist unseriös. Wenn man weiß, dass die Wirtschaftsleistung Griechenlands nicht in der Europäischen Union, sondern nur in der Eurozone 2% beträgt und ein bisschen was, ja, dann ist das ja bitte nicht vergleichbar mit Lehman Brothers im Jahr 2008, die eine Systemkrise ausgelöst haben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Griechenland in der Lage ist, eine solche Krise vom Zaun zu brechen mit einer 2%igen Wirtschaftsleistung innerhalb der Eurozone. Unsere Handelsbeziehungen, korrigieren Sie mir, Dr. Wallner, zu Griechenland, sind 500 Millionen Euro pro Jahr. Sehr gering, ja. Sehr gering. 500 Millionen Euro pro Jahr. Zu gering. Leider. Das heißt, wir könnten in den nächsten 100 Jahren auf einen Export nach Griechenland verzichten. Das kommt auf an welches Unternehmen. Wir bei 40 Milliarden. Ja. 40 Milliarden. Also da sieht man schon einmal, wie unseriös auch von Seiten der, das wirft man immer der Opposition vor, wie unseriös von Seiten der Regierung argumentiert wird. Und das Problem, das ich sehe, Herr Dr. Eiginger, ist, dass mit dieser Entscheidung des Europäischen Stabilitätsmechanismus im nächsten Jahr, ich wiederhole das, ja, der Weg aufbereitet ist für eine europäische Zentralregierung. Und da wünsche ich allen Österreichern alles Gute dann, wenn in Brüssel beschlossen wird, was in Österreich zu tun ist. Denn da wird nicht im Parlament beschlossen, sondern wird in Brüssel beschlossen. Und ich warne davor, ich warne vor diesem Schritt, ich warne vor dieser Knechtschaft
Und ich warne davor, dass diese Zentralregierung kommt. Weil da brauchen wir uns in Österreich auch keine Experten mehr leisten, weil die sind dann nicht in Österreich gefragt, sondern die sind dann in Brüssel gefragt in Zukunft. Und das Zweite ist, um noch einmal auf diese Schuldenproblematik zu sprechen zu kommen, wie soll denn das gehen? Das sind nicht meine Zahlen, das sind die Zahlen vom Staatsschuldenausschuss, die Zahlen vom Rechnungshof. Der sagt, wenn wir keine strukturellen Maßnahmen setzen, dann wird das Budget dermaßen aus dem Ruder laufen, dass die nächsten Generationen keine Spielräume mehr haben werden. Rechnungshofpräsident und Staatsschuldenausschuss. Es gibt von dieser Bundesregierung keine einzige Maßnahme, keine Anzeichen zu irgendeiner Budgetkonsolidierung. Mir ist bis heute noch keine einzige bekannt. Aber Zahlungsverpflichtungen in Milliardenhöhe, in zweifacher Hinsicht. Einmal Europäische Union, die EU-27, Wohlstandsausgleich innerhalb aller EU-27 Länder, wo der Nettobeitrag von jetzt ca. 500 Millionen auf 1 Milliarde ansteigen wird. Das hat man nun schon mitgeteilt. Weil der Osten bevorzugte Projekte finanziert bekommt. Ja? Und Österreich, der Nettobeitrag wird von 500 auf 1 Milliarde angestellt. Das ist die eine Sache. So, und jetzt kommt das Zweite noch dazu, diese Schuldenübernahme und Schuldenfinanzierung, die Österreich auch mitfinanzieren muss, was den europäischen Süden betrifft. Jetzt frage ich Sie, Herr Dr. Aigner, wie soll Österreich das schaffen? Jedes Jahr Defizit, Schulden steigen und der Finanzierungsbedarf geht von Jahr zu Jahr nach oben. Wie soll das finanziert werden? Wo wir in Österreich heute schon ein Nationalpark hohe Steuern sind, mit einer Steuer- und Abgabenquote von 43%, günstigst berechnet, 43%. Ja? Ich könnte jetzt Panik betreiben, ja? Aber ich sage, 43%, davon spricht die Finanzministerin. Ja? Das heißt, man kann den Menschen nicht mehr abverlangen. Man kann nicht mehr den Menschen mehr aus der Tasche ziehen. Sie sind jetzt schon überfordert, was die Inflation betrifft. Sie sind überfordert, was die Gebührenerhöhungen betrifft. Und sie sind überfordert, was die Steuerlast betrifft. Und da wird das Einverständnis und das Verständnis der Bevölkerung, der Bürger in Österreich nicht mehr vorhanden sein für diese Schritte. Haben wir auch Mikrofon für, ja? Bitte, Wortmeldungen. Fangen wir einfach an. Bitte auch um kurze Wortmeldungen, weil wir viele Wortmeldungen haben. Bitte. Mein Name ist Erich Heiderer. Ich bin Gründungsmitglied des BZÖ und Seniorenobmann, Stellvertreter im Land Wien und auch Bundesbeirat. Und ich habe eine Frage an Sie, Herr Aigner, Herr Professor. Ihren Vergleich mit dem gallischen Dorf habe ich als sehr amüsant empfunden. Andererseits frage ich mich, wieso Sie jenen meines Erachtens sehr treffenden Vergleich des Herrn Klubobmanns Bucher etwas missverstanden haben, und zwar jenen, dass die Wiedervereinigung Deutschlands eine sehr gute Voraussicht darstellt, was mit der Währungsunion vor sich geht. Sie haben gemeint, dass die Wiedervereinigung Deutschlands ein sehr wichtiges Element war für ganz Europa. Dem ist natürlich total zuzustimmen. Haben Sie aber nicht verstanden, dass es ja um die Angleichung von Ostmark und D-Mark ging, die damals im Wert 1:1 gab und die eine desaströse Entwicklung für Gesamtdeutschland hervorgerufen hat, was also dieses Land für Jahre, wenn nicht Jahrzehnte zurückgeworfen hat. Wollten Sie das jetzt nicht richtig verstehen oder wollten Sie auf diesen Vergleich nicht richtig eingehen? Andererseits, die zweite Frage wäre noch ganz kurz, wenn Sie auf Polen angesprochen haben, da ist ein immenses Sinken der Inlandsnachfrage gegeben. Also heute sieht das als Musterbeispiel für die Währungsunion, nicht für die Währungsunion, für Europa aus, sondern nächstes Jahr wird das in einem ganz anderen Blickwinkel gesehen werden. Haben Sie da irgendwie Scheuklappen, das genau zu betrachten, genau zu erörtern? Danke vielmals. Wir haben ja, hier, ganz egal, bitte. Nur bitte um Kürze. Ja, natürlich. Mein Name ist Radl, Herr Dr. Moslechner. Wie schaut das eigentlich aus jetzt mit den Banken bei uns? Haben die Banken die Möglichkeit noch unser Geld zu sichern, die Einlagesicherung zu machen? Oder ist es so, dass das ganze Geld, was in den Osten geschickt wurde und die Banken jetzt mühsam nicht mehr bekommen, weil dort einfach das Geld insofern verschwunden ist, dass Kredite genommen worden für Schwarzgeld, was auf dem Markt gewesen ist oder was allokiert worden ist,
hat man Kredite genommen, die man nie zurückzahlen wollte. Wir dürfen nicht vergessen, dass da eine kriminelle Energie vorhanden ist, Anwesende natürlich rausgenommen, die man total übersehen hat. Ja, die hat man gesehen von der industriellen Vereinigung, von allen Experten, die dort runtergegangen sind und sich Sand in die Augen streuen lassen. Können Sie noch die Einlagesicherung garantieren? Dankeschön. Weiter hinten. Ja, kurz zu Griechenland. Und zwar die Situation, die Zeitungen sogar, egal welchen Couleurs, sind sich einig, dass Europa betrogen worden ist. Aber man ignoriert es und dieselben Täter lässt man weiter wursteln. Das ist das, was mich an einer Griechenland-Rettung ganz besonders stört, dass man überhaupt nicht mehr andenkt, dass man solchen Menschen ein Berufsverbot gibt. Man lässt also Triebtäter im Kindergarten weiterspielen und das, finde ich, ist das Furchtbare, wie unsere Politik der Hand gehandhabt. Dankeschön. Ja, grüß Gott, mein Name ist Magister Dietmar Rausch. Ich bin hier nur als interessierter Bürger, nicht als Parteimitglied. Zwei kurze Anmerkungen und eine Frage. Die zwei Anmerkungen sind dann an Herrn Dr. Moslechner zu richten. Und zwar erstens die Stärke des Euros. Die haben Sie mit dem Dollar verglichen. Der Dollar ist aber sehr schwach, derzeit, wie man weiß, aufgrund der Notenbankpolitik. Viel besser lässt sich die Stärke oder besser gesagt die Schwäche des Euros sehen, wenn man den Schweizer Franken anschaut. Der ist noch nicht stark, weil die Schweiz den so aufwertet, sondern weil der Euro so schwach ist. Dann habe ich noch eine Frage an den Professor Eiginger. Und zwar ist die Sache ja die, dass mit der Euro-Einführung für unterschiedliche Volkswirtschaften, also sprich für Hartwährungs- und für Weichwährungsländer, eine Währung verwendet worden ist. Das heißt, die sogenannten PIGS, also Griechenland und die Südstaaten und Irland, sind in den Genuss sehr billiger Kredite gekommen, haben aber weiter ihre bisherige Politik grosso modo fortgeführt. Jetzt wird von der Politik verkauft, so quasi, wir sind alle ganz überrascht, Griechenland ist pleite, es fällt aus allen Wolken, wir müssen drastische Maßnahmen, die gegen jegliche rechtliche Rahmenbedingungen, wie sie auch im Lissabon-Vertrag festgeschrieben worden sind, vornehmen. So, ich als interessierter Bürger glaube das nicht. Ich sage, das muss schon länger absehbar gewesen sein und es gab auch Stimmen, die das gesagt haben. Aber es ist entweder aus Ignoranz, was ich eher nicht glaube, weil so viel traue ich den Experten dann doch zu, oder wissentlich ignoriert werden worden, weil die Zahlen sind schon lange schlecht. Und zuletzt ist die Frage der Perspektive zu stellen. Griechenland ist nicht das einzige Schuldenproblem, das die EU hat. Es kommt zu Italien, Spanien, Portugal und Griechenland, Irland, auch andere Staaten langfristig dazu, besonders Belgien. Da ist die Dexia-Bank jetzt pleite gegangen. Belgien hat eine relativ unsichere innenpolitische Situation und ist mit auch 100% des BIPs circa verschuldet. Dankeschön. Dankeschön. In der vorletzten Reihe haben wir noch. So, bitte, ja, passt schon. Bitte. Ja, mein Name ist Hubert Hagel. Ich bin nur ein normaler Staatsbürger. Ich frage das Auditorium, was ist mit den eingezahlten Mitgliedsbeiträgen, zum Beispiel von Griechenland, von Spanien, von Irland, von Großbritannien, von Italien, passiert, die angeblich wieder an das Land zurückgekommen sind? Sind die verflossen, sind die in eine Schlucht gefallen, wo sie praktisch keine wirtschaftliche Entwicklung gebracht haben? Oder ist das so passiert wie in Österreich, dass man die Wirtschaft aufgebaut hat? Bitte, ich weiß nicht, ob der Herr Eiginger oder der Herr Eggenfellner oder der Herr Bucher da eine Antwort sagen kann. Dankeschön. In der vorletzten Reihe, ganz hinten. Ja, einen nehmen noch. Richter, was ich überhaupt nie höre, was ist mit den Goldreserven von Griechenland? Haben die welche oder haben sie keine? Und wenn sie welche haben, warum verkaufen sie es nicht? Dann müssen sie ja irgendwelche Inseln oder so haben. Das gehört alles verkauft. Und so ist es ja immer in der Insolvenz und nicht anders. Ne? Noch eine Wortmeldung da drüben, bitte. Und dann machen wir dann die nächste Runde später. Mein Name ist Schadler. Für mich ist das ganze Thema ein bisschen eine Vertrauenskrise, weil Sie zuerst gesagt haben, Frieden, Solidarität. Ich glaube, ich gehöre auch einer Generation an, die davon profitiert, dass wir jetzt schon seit Jahrzehnten im Frieden leben und auch wirtschaftlich aufstrebend sind. Das sind auch positive Werte und ich glaube, dass wir das auch schützen sollten und auch solidarisch sind. Ich habe nur dann ein Problem, wenn man betrogen und belogen wird. Und wenn ein Land mit falschen Zahlen Mitglied wird,
und dann muss ich solidar sein, dann habe ich so meine Schwierigkeiten. Oder wenn zuerst geschaut wird, dass oder wenn jetzt Griechenland so lange hinausgezögert wird, bis die, die davon profitiert haben, von den Krediten, ihre Gelder in Schutz gebracht haben, damit dann schlussendlich das, was übrig bleibt, jetzt über die Zentralbank, über die Staaten, dann schlussendlich die Staaten und damit die Steuerzahler zahlen müssen, dann habe ich auch ein Problem damit. Das heißt, für mich ist es ein bisschen, ich traue dem Ganzen einfach nicht mehr. Ich habe eher das Gefühl, da spielt sich etwas ab, wo was abgehoben von der Bevölkerung ist. Und dann wird diese gute Idee, die ich glaube schon eine sehr gute ist, weil Sie haben sicher recht, Europa hat nur dann eine Chance weltweit, wenn es zusammenhält und nach oben strebt. Aber dann wird das damit verspielt. Und ich glaube, dass die Politik und auch die Finanzwirtschaft durch viele Dinge, ich habe es jetzt nur kurz angeschnitten, das sind andere, einfach das Vertrauen verliert und die Verantwortung geht für mich auch verloren. Aber das hat nicht nur mit Griechenland zu tun. Ich finde einfach, jemand, der sich etwas leistet und dafür Kredit übernimmt, soll auch die Verantwortung dafür übernehmen, wenn er sie nicht zahlen kann. Weil so stehen jetzt immer jene ein, egal ob das Staaten sind oder einzelne Bürger, oder Unternehmen, jeder Wirtschaft darauf hin, macht Schulden und zahlen müssen es die anderen. Ich glaube, dass das auch ein schlechtes Vorbild für all jene ist, die aber schon ordentlich wirtschaften. Vielen Dank. Ich glaube, wir haben einen sehr guten Schnitt dessen, was man so in der Bevölkerung an Meinungen hört, was wir als Leserbriefe bekommen. Also ich glaube, es ist ganz gut an der Zeit, hier aufzuräumen. Professor Eigner, ich glaube, Sie wurden am meisten befragt, aber auch die anderen Herrschaften sollten ihre Positionen formulieren. Bitte. Ein Unternehmen, das expandieren will, muss immer bestimmte Risiken eingehen. Es kann eine Sicherheitsstrategie fahren und so sagen, also wir gehen auf einen Markt, wo wir ganz sicher nie Verluste machen, oder es kann sagen, ich gehe auf einen Markt, wo ich hohe Gewinne machen kann oder auch hohe Verluste machen kann. Ich glaube, dass die Europäische Union dieselbe Frage gehabt hat. Bei Ländern, die nicht Mitglied waren und sich beworben haben um die Mitgliedschaft, hat es immer große Risiken gegeben bei manchen Ländern. Und da ist immer die Frage, sagen wir, bleiben wir beim Kern Europa von 6 Ländern, wo die EU gegründet wurde, oder machen wir die nächste Erweiterungswelle? Und Europa hat immer den Weg gegangen zu sagen, also wir schauen, dass wir das ganze Europa möglichst zusammenbringen in ein Ding, weil wir wollen ja auch eine europäische Wirtschaftsgemeinschaft sein. Wir wollen nicht bei den 6 bleiben, sondern wir wollen also größer werden. Und da hat es verschiedene Erweiterungswellen gegeben. Eine Erweiterungswelle ist einmal nach England, Irland gegangen, eine andere ist in den Süden gegangen, eine andere ist in den Osten gegangen. Das waren jedes Mal ungeheure Risiken. Wir haben keine Ahnung gehabt, ob die Ostöffnung unserer Grenzen für Österreich Verluste bringen wird oder Gewinne bringt. Ich weiß von all dem, was damals sowohl die Volksmeinung war, als auch in vielen Wirtschaftskreisen war, sie haben sich ungeheuer gefürchtet vor der Ostöffnung. Da werden billige Importe reinkommen und wir werden nichts exportieren können und Arbeitsplätze gehen verloren. Es war umgekehrt. Unser Handelsbilanzdefizit ist verschwunden dadurch, dass wir mehr exportiert haben als importiert haben. Unsere Firmen sind in den Osten gegangen und haben dort expandiert und sind multinationale Konzerne geworden. Einige davon sind auf den Kopf gefallen und wären froh, wenn sie ein bisschen weniger davon gemacht hätten. Aber hätten wir die ganze Ostöffnung nicht gemacht, wären wir alle ärmer. Und daher auch, wenn wir sie rückgängig machen würden, und das ist es. Und Griechenland war auch so ein Fall, sollen wir in den Süden gehen oder nicht. Griechenland war immer ein Weichwährungsland und hat es nicht gemacht. Deswegen war es ein Risiko, davon auszugehen, dass wenn sie in der EU sein würden, dass sie dann die notwendigen Mitsachen einer Währungsunion erfüllen können. Aber die Griechen waren nie schlechter als die Italiener und bei den Italienern war es klar, dass man es als Gründungsmitglied nicht aus dem Euro heraushalten können. Es war irgendwie aufgelegt, dass man die Italiener unbedingt hineinlassen müssen. Bei den Nordländern haben wir gehört, die waren bisher, vorher, bis 1990 die nachlässigen, bösen und waren ab 1990, haben sie gesagt, wir machen ab jetzt alles anders. Jetzt kann man sagen, weil es Protestanten sind, ist das gelungen. Den Griechen, diesen Katholiken geht es nie. Aber das ist wiederum eine Sache, die nicht so. Es gibt Theorien, die das sagen. Also ich halte sie nicht ernst, aber sagen wir, es ist immerhin ein Ansatz. Und die Europäische Union hat sich immer entschlossen, wir gehen das Risiko ein, ein neues Mitglied, alle Ostländer aufzunehmen, alle Südländer aufzunehmen,
alle Nordländer aufzunehmen, alle neutralen Länder aufzunehmen, war auch die Frage, stört uns nicht ein Neutraler bei der Ding das zu machen. Und meistens ist es gut gegangen. Jetzt sind wir in einer Phase, wo es schlecht gegangen ist. Und jetzt ist die Frage, was machen wir in so einer Phase, wo es schlecht geht? Schließen wir wen aus oder sagen wir, wir bemühen uns noch einmal und Sie werden herausbekommen haben, ich bin für Zuckerbrot und Peitsche, bemühen, strenge Bedingungen, Hälfte der Schulden entlassen und schauen, ob es da nicht geht. Nicht nur wegen Griechenland, sondern auch wegen der Folgen mit dem Balkan. Für mich ist das eine wichtige politische Frage, ob die Grenze zwischen Ost und West im Bosporus verläuft, am Ural verläuft oder ob sie 200 Kilometer südlich von der österreichischen Grenze verläuft. Und das war geschichtlich nicht klar. Serbien hat immer zum Slawen- und Sowjetblock gehört. Und hat lange sich überlegt, ob es sich auch nicht jetzt diesen Block anschließt. Und dann ist die Welle gekommen, eine pro-westliche Regierung, eine pro-EU-Regierung. Und jetzt stellen sie einen Antrag, also Mitgliedschaft-Ding. Ob man es aufnehmen oder nicht, hat wiederum genau diese Ding. Auf der einen Seite, es ist sicher ein sehr unsicherer Kandidat von der wirtschaftlichen Entwicklung und auch von den politischen Strukturen und auch von der Gerichtsbarkeit, auch von den Problemen also mit Montenegro und mit Bosnien. Aber auf der anderen Seite, wenn wir es nicht aufnehmen, machen sie was anderes. Und da bin ich eigentlich, ich bin der Meinung, wir sollen es versuchen, wir sollen Regeln aufstellen, dass es ist und wir sollen schauen, dass wir so überwachen können. Und das ist nicht Zentralregierung oder zwischen einer Zentralregierung, die alles regelt in Österreich. Und dem, was die EU jetzt regelt, ist also sind Welten dazwischen. Da gibt es also viele Sachen, also Budgetdefizite generell festzulegen oder zu begrenzen, aber nicht zu sagen, wofür sie zu verwendet werden, wäre zum Beispiel ein solcher Kompromiss. Also da gibt es einiges. Haben uns die Griechen hintergangen? Ja, aber wie oft hat Österreich versucht, Schulden zu verstecken? Welches Land, Bundesland gliedert nicht aus? In den letzten Wochen hat es einen UKAS gegeben, alle Schulden bitte in Sonntag. Bitte, also die Frage, ob man die Regeln einhält, es gibt einen Vertrag zwischen Bund und Ländern, wie hoch die Defizite sein dürfen und dann wird gesagt, alle weiteren Defizite bitte in Sondergesellschaften, die also genauso konstruiert sind, dass sie nicht Mitglied dieses Vertrages sind. Das ist ein anderes Niveau, Österreich ist mit Griechenland nicht zu vergleichen, keine Frage, aber versuchen, Regeln, die es gibt, zu brechen, gibt es auch in unserem Bereich. Und es gibt Schulden, in Österreich, die höher sind als die Schulden, die wir für Europa übernommen haben. Die Schulden mancher Gemeinden von Fonsdorf, in manchen Ländern wie Kärnten, sind mindestens so hoch wie die Schulden, um die wir hier reden, die Österreich ja bisher übernommen hat. In all den Fällen ist auch etwas geschehen damit. Man hat versucht, es etwas mehr zu machen, als es Geld vorhanden war und getan. Die Kreditnehmer sollen immer zahlen. Wie viele Häuselbauer haben einen Fremdwährungskredit aufgenommen? Sind sie schuld daran oder nicht? Der Bankfachmann hat es ihnen eingeredet, dass das völlig risikolos ist, diesen Fremdwährungskredit aufzunehmen. Und also rückzahlen braucht es eh nie, weil bis dahin habt ihr ein Aktienportfolio, das so reich ist, dass ihr das alles bekommt und weiter. Wer soll das zahlen? Der so naiv war, anzunehmen, dass er ohne Zinszahlungen davonkommt, wenn er ein Haus baut? Oder der Angestellte der Bank, der gesagt hat, das ist so ein Ding? Und der wiederum von einem Mathematiker gehört hat, wenn gar nichts passiert auf der Welt, nicht negativ, dann wird auch dieses Risiko nicht eintreten. Also diese, bei der Schuldfrage ein bisschen vorsichtiger sein, bitte, das ist alles, was ich hier sagen will, weil die Schuld oft auf beiden Seiten liegt und in meinen Augen also die Hilfe und die positive Seite im Vordergrund steht. Ich habe jetzt nicht alles, glaube ich, beantwortet, aber ich glaube, es waren zwei der wichtigen Fragen. Also was ist mit Ost- und Westdeutschland? Auch das war ein Risiko für Deutschland, Ostdeutschland, das war für mich die Frage zu vereinigen und es war ein besonderes Risiko, es zum selben Währungskurs zu machen. Das war politisch gewollt, man hat gesagt, man kann die nicht als arme Brüder behandeln mit einem anderen Währungskurs. Die Politik hat verlangt, dass es die gleiche Währung ist. Das war der schwierigere Weg, genauso wie der schwierigere Weg ist, Ungleichgewichte zwischen Griechenland und Europa zu lösen, wenn es keine Möglichkeit der Abwertung geht und Europa hat erfreulicherweise für mich immer das Risiko übernommen, das sich aus der nächsten Ausweitungsstufe ergibt. Und ich finde das in der globalisierten Wirtschaft unbedingt notwendig, weil wir entscheiden darüber, ob wir eine Kerneuropazone, die vielleicht 1% der Weltbevölkerung hat oder ein großes Europa haben, das also vielleicht 5% der Weltbevölkerung hat. Und dementsprechend ist die Rolle Europas in dem weltwirtschaftlichen Gleichgewicht. Vielen Dank, Herr Wallner, bitte. Ja, wir tun so, als ob die Transferfalle, es wurde angesprochen, das Thema mit Ostdeutschland und auch in der Eurozone, dass das Transferfallenproblem nur ein europäisches oder Eurozonenproblem ist.
Ich meine, wir haben ja verschiedenste Erfahrungen mit Transferfallen. Das heißt, dass eben Leute von Transfers oder Länder von Transfers abhängig sind und sich nicht schaffen, aus dieser, ich nenne es einmal Bürde, wieder zu erlösen. Wir haben das gehabt bei der Entwicklungszusammenarbeit, 70 Jahre lang haben wir die falsche Richtung gegeben, wir haben keine Konditionalität an die Kredite gegeben, wir haben einfach Geld runterfließen lassen, ohne wirklich dort Strukturen aufzubauen. Wir haben in Ostdeutschland sicher auch ein Problem gehabt in den ersten Jahren. Das war nicht nur die Währungsunion, das war auch die Sozialunion. Wir dürfen aber auch nicht sehen, wir haben auch in Österreich ein Problem. Zwei Drittel der Österreicher sind Nettotransferbezieher und nur ein Drittel ist Nettotransferzahler, der Wahlberechtigten. Das ist ein Riesenproblem. Heißt das aber im Umkehrschluss, dass wir die Transfers stoppen sollen? Nein, wir sollen die Transfers so gestalten, dass sie eben produktiv eingesetzt werden. Wir haben im Sommer im Zuge des Alpbach-Diskussion, wo Sie auch dabei waren, Dr. Eigner, eine Umfrage gemacht über IMAS, wie die Österreicher stehen zu den Transfers nach Griechenland und dann zu den Transfers in Österreich. Das war sehr überraschend, weil die Transfers nach Griechenland wurden abgelehnt, also zum Großteil abgelehnt, und die Transfers innerhalb Österreichs wurden sehr wohl als gut empfunden, weil es das System aufrechterhält. Und ich glaube, das wäre ein Fehler jetzt zu tun, als ob wir nur das Problem in Europa hätten, dass die Transfers runterfließen. Das stimmt, wir haben in den 60 Jahren, oder wir haben in den Jahren seit dem Beitritt, das war in den 70er Jahren Griechenlands, 60 Milliarden an Struktur- und Kohäsionsmitteln nach Griechenland geschickt. Und das stimmt, das war wahrscheinlich an zu wenig Konditionalitäten geknüpft. Aber die EU ändert sich. Wir müssen aus den Fehlern lernen. Wir haben jetzt beim nächsten Finanzrahmen schon wesentlich mehr Mittel für Forschung und Entwicklung und nicht so sehr für Landwirtschaft, wo Österreich sehr viel davon profitiert hat. Wir schaffen es, einfach eine bessere Konditionalität an diese Vergaben zu bringen. Und ich sehe es wie bei einem Flugzeugabsturz. Natürlich, wenn ein Crash passiert, muss man schauen, warum es passiert ist. Und man muss aus den Fehlern lernen. Und jeder Flugzeugabsturz verhindert, dass irgendwann einmal ein weiterer Abschuss ist, weil man den Fehler eben korrigieren konnte. Und ich wehre mich dagegen, jetzt generell die Fliegerei abschaffen zu wollen, weil es eben einen Flugzeugabsturz gibt. Es ist ein Problem in Griechenland und wir haben sicher auch ein Transferproblem bis jetzt gehabt. Wir haben auch ein Problem gehabt bei der Ungleichgewichtung. Wir haben ja, das war ja bitte vor 2 Jahren die Aussage von Lagarde, die damals Finanzministerin und heute IWF-Finanzminister von Frankreich und IWF-Präsidentin, hat gesagt, also die Leistungsbilanzüberschussländer wie Deutschland müssen sich schon langsam zurückschnallen und dürfen nicht so viel exportieren, weil sie exportieren auf Kosten der anderen. Ich meine, das ist schon eine Problematik, wenn man dann innerhalb der Eurozone versucht, sich zu benchmarken mit den Schlechteren und nicht mit den Besseren. Ja, das halte ich für problematisch. Das ist für mich eines der Grundübel der Eurozone im Moment. Aber es hat wenig mit Transfers zu tun. Ich glaube, ja, wir müssen da was tun bei den Transfers. Ich glaube, und wie gesagt, wir haben am besten Zugriff darauf, wenn wir Bedingungen stellen können. Und das passiert nur über Kredite, die wir vergeben. Bitte, Herr Moser, ich habe jetzt gestöhnt, weil die Bedingungen, die man uns in der Zwischenkriegszeit gestellt hat, haben überhaupt nichts gebracht. Dafür die Völkerbundanleihe war mit einer ganzen Liste von Bedingungen verbunden. Und das ist, um das jetzt wienerisch auszudrücken, komplett in die Hose gegangen. Also Bedingungen. 50% minus bei der Verwaltung. Ja, aber wie? Nicht wie? Ganz verglichen. Ja. Also wie? Also die Bedingungen an ein Land, jetzt wäre endlich ordentlich, deswegen habe ich mir erlaubt zu stöhnen, aber Moderatoren sollen nicht stöhnen. Bitte, Herr Moslechner. Zwei Fakten aus der Diskussion vorher, die ich noch anbringen möchte, und dann gehe ich auf 3 der Fragen ein, die mich besonders betroffen haben. Nur zur Erinnerung, Schweden und Dänemark sind deshalb nicht beim Euro, weil sie nicht die niedrigeren Sozialstandards von Zentraleuropa akzeptieren wollten. Ökonomisch wäre es kein Problem gewesen. Ja. Zweiter Punkt, was wäre so schlecht, außerhalb des Euros zu sein? Historisch gesehen war ja der Weg in den Euro der gepflastert war mit den Wechselkurskrisen der 90er Jahre und vorher, als die italienische Lira und bis hin zum französischen Franc, zum Teil über Nacht im Ausmaß bis zu 30% abgewertet haben, mit desaströsen Effekten für die österreichische Industrie und für den österreichischen Export. Über Nacht, niemand, kein Unternehmer, kein Kärntner Unternehmer, wenn Italien sagen, abwertet über Nacht, kann einen preislichen Wettbewerbsvorteil von 30% aufholen in irgendeiner Weise. Das können sie nicht machen. Das genau wollte man nicht mehr zulassen mit der Währungsunion.
Was aber nicht heißt, dass es nicht, wie wir ja sehen, andere Probleme geben kann, die genauso adressiert werden müssen. Es ist halt ein mühsamer, Schritt für Schritt nach vorne zu gehender Weg, der oftmals auch und gerade im europäischen Integrationsprozess mit Rückschritten verbunden war, die lange gedauert haben. Großbritannien hat oft 10 Jahre blockiert, bis vernünftige Lösungen zustande kommen konnten. Das nur als Anmerkungen zur vorigen Diskussion. Jetzt konkret auf 3 Fragen. Der Herr Radl hat die Frage nach der Einlagensicherung gestellt. Die Einlagensicherung ist ein Konzept für den Krisenfall, dann wenn er schon eingetreten ist. Das Wichtigere scheint mir zu sein, dass man vorher alles versucht, um diesen Krisenfall nicht eintreten zu lassen, dass nämlich die Bank zusammenbricht. Im Fall von Hypo Alpe Adria, Kommunalkredit etc., da war es nicht so relevant, musste keine Einlagensicherung tätig werden, weil man verhindert hat, dass der Konkurs, der Zusammenbruch tatsächlich erfolgt. Die osteuropäischen Institute der österreichischen Banken sind zum fast ausschließlichen Teil Tochterinstitute. Das heißt, dort hat das nichts zu tun mit der österreichischen Einlagensicherung. Die österreichische Einlagensicherung, die als mehrstufiges System konstruiert ist, sozusagen, dass es gewissermaßen 3 Sicherheitsnetze gibt bis zur Staatsgarantie, bezieht sich auf die österreichischen Einlagen bei den in Österreich tätigen Banken. Natürlich könnte es theoretisch sein, dass wenn bei einer Bank das gesamte Netz in Osteuropa zusammenbricht und alle Verluste gleichzeitig bei der Mutter dann anfallen, dass auch eine österreichische Bank deshalb in Schwierigkeiten kommt und zusammenbrechen könnte und dann die Einlagensicherung hier tätig werden müsste, bis hin zur Staatsgarantie. Aber das ist ein so unwahrscheinlicher Fall, dass ich glaube, guten Gewissens sagen zu können, damit rechne ich wirklich nicht. Die Frage nach der Stärke des Schweizer Franken, das ist natürlich richtig und Wechselkurse sind immer relative Konzepte. Also sagen die Wechselkursstärke eines Landes ist sagen die Schwäche eines anderen Landes. Die Schweiz war und ist aber immer ein extremer Sonderfall, weil sie sagen, ein Zufluchtsort für Kapital aller Art ist, sei das jetzt aus Sicherheitsüberlegungen, manchmal auch aus Steuerüberlegungen, manchmal auch aus nicht ganz sagen feinen Überlegungen, wie wir wissen. Das Interessante ist nur, wenn Sie die Diskussion in der Schweiz verfolgen, aus unserer Sicht mag es so ausschauen, als sei die Stärke des Schweizer Frankens jetzt ein Vorteil und Ausdruck der guten Lage in der Schweiz. Die Diskussion in den Schweizer Medien hört sich ganz anders an, weil das eben als erhebliche Belastung für den Export, für die Schweizer Industrie etc. empfunden wird. Und wie Sie wissen, hat die Schweizer Nationalbank ja massive Maßnahmen, die ihr massive Verluste beschert haben, ergriffen, um diese Aufwertung des Schweizer Frankens wenigstens ein bisschen dämpfen zu können. Das heißt, so ganz schwarz-weiß sind die Konzepte auch nicht. Schlussendlich die Frage vom Herrn Richter, wenn ich das richtig mitgeschrieben habe, nach dem Gold- und Inselbesitz in Griechenland. Das ist natürlich eine übliche und häufig auftretende Frage. Die damit angesprochene ökonomische Herausforderung wird versucht, in den Programmen für Griechenland anzugehen. Nämlich, wie Sie vielleicht gehört haben, mit dieser Frage des Privatisierungsfonds, wo im Assets, Staatsbesitz, der in Griechenland besteht, in einen Privatisierungsfonds eingebracht wird, diese Assets dann verwertet werden und die Verwertung dieser Assets als Beitrag in die Schuldentilgung und als Beitrag in die Reduktion des Defizits eingesetzt werden soll. Das klingt am Papier sehr schön, nur wenn ich in einer so tiefen Krise stecke, sowohl auf der nationalen Ebene wie auf der internationalen Ebene, ist es wahnsinnig schwer, Assets zu einem halbwegs vernünftigen Preis zu verkaufen. Auf den simplen Nenner gebracht, wer investiert heute in solche griechischen Assets, wenn er damit rechnen muss, dass auf die nächsten 2 Jahre das BIP dort noch einmal um 10% zurückgeht. Die Aussichten, auch für rein kommerzielle private Investitionen dort hineinzugehen, sind moderat gesprochen sehr gedämpft. Vielen Dank. Herr Bucher noch? Bitte. Ja, ich hätte auch eine Frage an Sie, Herr Dr. Muslinger. Und zwar, Sie haben davon gesprochen, dass wenn
Tochterbanken unserer österreichischen Banken, die im Osten sehr stark engagiert sind. Also insgesamt haben wir dort, glaube ich, 3 Milliarden Euro an Krediten verausgabt, ja, die österreichischen Banken. Angenommen, eine Tochterbank geht dort pleite, ja, dann haftet dafür die österreichische Mutterbank. Haben Sie gesagt? Nein, wenn dort Verluste entstehen, ja, die den Beteiligungsansatz, ja, betreffen, also das Eigentum betreffen, ja, dann fallen diese... Über die Gruppenbesteuerung? Nicht über die Gruppenbesteuerung, sondern einfach über die Verlusttragung beim, ja, Eigentümer, ja, bei der österreichischen Bank an. Ja. Jetzt frage ich Sie, warum das bei der Hypo Alpe Adria nicht der Fall war. Da sitzt die Mutter in der Bayerischen Landesbank in Bayern und hätte eigentlich im vollen Umfang die Hypo behalten müssen. Es gab überhaupt keine Veranlassung, dass die Republik Österreich einschreitet und diese Bank verstaatlicht und übernimmt. Ich verstehe schon Ihre politische Absicht hinter dieser Aussagebehauptung. Ja. Sie werden aber auch verstehen, dass ich mich auf dieses Parkett sicher nicht begebe. Die Systemrelevanz der Hypo Alpe Adria für das österreichische Bankensystem, aber insbesondere auch für den Balkanbereich, ist unbestritten und war sicherlich eine anzustellende Überlegung in diesem Zusammenhang auch. Dass Sie hier eine andere Meinung vertreten als die Regierungsparteien, ist mir aber auch seit langem bewusst. Okay, gut. Gut, ich wollte es nur mal so hinstellen, ja, weil das ja sicher noch in der politischen Tragweite ein Thema sein wird in nächster Zeit. Es ist gesagt worden, ja, Griechenland hat uns hineingelegt, beziehungsweise ist uns hintergangen. Okay, das können wir jetzt ohnehin immer rückgängig machen. Heute wissen alle, dass das eine leichtgläubige Annahme war. Griechenland wäre ein ernstzunehmender, gleichrangiger Partner für viele europäische Kernländer. Und das, was ich ja kritisiere, ist sicher der Vertrauensverlust, ist angesprochen worden, der Vertrauensverlust aber auch in die Politik und vor allem in die Regierungspolitik, weil sie selbst für die Gutgläubigen, die sagen, es gibt nur den einen Weg, Griechenland zu retten und die Eurozone aufrechtzuerhalten, koste es, was sie wolle, entscheidet die Politik viel zu langsam. Jene, die sagen, Griechenland soll austreten, wir brauchen zwei voneinander getrennte Währungsunionen, sagen, die Politik hat fahrlässig gehandelt, zögert das Problem hinaus und das kostet am Ende des Tages für den Steuerzahler ein Vielfaches von dem, hätten sie diese Entscheidungen früher getroffen. Faktum ist aber, und das ist das Zutrauen in die fehlende Lösungskompetenz der Politik, dass die Länder, die das entscheiden sollen, selbst in eine immer schwierigere Situation kommen. Frankreich beispielsweise, ja, auch Deutschland, wo der Schuldenberg auch steigt. Insgesamt ist es ja so, dass von den 27 europäischen Mitgliedsländern 20 die Maastricht-Kriterien heute nicht erfüllen. 20 von 27. Und jetzt fragt sich natürlich jeder aufmerksame Beobachter, ich habe kein Zutrauen mehr in die möglichen Regeln, die man sich auf europäischer Ebene gibt. Wenn man alles bricht, wenn man nichts einhaltet von dem, was man sich selbst verordnet. Das ist ja das Grundproblem, an dem die Menschen, an dem die Bürger, die Steuerzahler verzweifeln. Und da ist es, glaube ich, richtig und angebracht, ja, diese Angst zu nehmen und Lösungsszenarien auf den Tisch zu legen, die realistisch sind. Und realistisch ist aus meiner Sicht nur diese eine Chance, Griechenland zu retten oder Griechenland eine Perspektive zu geben, indem Griechenland austritt. Und auch uns eine Perspektive zu geben als Republik Österreich, indem wir sagen, wir schließen uns mit jenen Volkswirtschaften zusammen, mit denen wir auf einer gleichen Ebene uns befinden. Weil ich nicht davon ausgehen kann aus heutiger Sicht, und das hat ja auch der Dr. Waldner ausgeführt, dass wir diese finanziellen Anstrengungen bewältigen können im Angesicht dessen, dass wir laufend jetzt schon Schulden machen. Jetzt kommt die Bankenrettungsproblematik neuerlich auf uns zu. Neues Bankenrettungspaket. Ja. Ich meine, Dreiche, Volksbank, also erste Bank, Volksbank.
andere werden kommen. Wie werden wir das finanzieren, frage ich mich. Wo uns das Geld fehlt, bei den Bildungseinrichtungen, vom Kindergarten bis zu den Universitäten, wo uns das Geld fehlt für die Pensionen, keine Reform da ist. Von der Pflege gar nicht zu sprechen. Keiner weiß, wie die Pflege der Zukunft finanziert werden soll. Ich habe kein Zutrauen jetzt in diese Problemlösungskompetenz der österreichischen Bundesregierung. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie wir das finanziell schultern wollen, ohne dass wir den nächsten Generationen, unseren Kindern und Enkelkindern, einen enormen Schuldenrucksack umhängen, mit dem sie ganz, ganz langsam und beschwerlich in eine ungewisse Zukunft gehen. Habe ich jetzt noch Reaktionen von Ihnen? Habe ich noch Wortmeldungen von Ihnen, bitte? Grüß Gott, mein Name ist Robert Mosel. Ist es überhaupt möglich, die Schulden in die nächste Generation immer wieder zu lasten? Oder entsteht da nicht einfach irgendwann einmal ein Crash, der sowieso aufräumt oder der ihn irgendwann einmal Situationen bringt, wie es Argentinien gehabt hat oder Südamerika gehabt hat vor ein paar Jahren? Und ist das nicht auch ein Szenario, dass, wenn es so weitergeht, die nächsten 5 bis 10 Jahren so Europa treffen kann? Weil es ist ja nicht möglich, einfach 40, 50, 60, 70 Jahre, 80 Jahre Schulden aufzubauen, mehr als 3% des, oder immer wieder mehr Schulden zu machen, als man zurückzahlt. Das ist meine Frage an den Herrn Dr. Eiginger. Dankeschön. Noch eine Wortmeldung da drüben. Ich muss Sie da durch die Gegend jagen. Mein Name ist Heinz Koderholt und ich habe tagtäglich mit der Realwirtschaft zu tun, als Unternehmer. Und was Griechenland betrifft, kann ich nur sagen, vor 25 Jahren habe ich wunderbare Exporte gemacht in Griechenland, vor 10 Jahren auch noch, aber seit 4 Jahren ist das Zahlungsrisiko so groß geworden, dass die Exporte stark gefallen sind. Und im Zuge einer fairen Partnerschaft mit ausgeglichenem Geben und Nehmen, was man immer Bedürfnis, etwas aus Griechenland zu importieren. Außer, dass ich auf Urlaub dorthin gefahren bin, hat es nichts gegeben. Ja, außer Oliven. Es fehlt also nicht nur ein Businessplan für Griechenland, es fehlt ein Masterplan dieses gallischen Dorfes. Wie kann man nicht nur das Feuer löschen und einen Flächenbrand verhindern, sondern wie kann man jede Volkswirtschaft so stark machen, dass sie nicht zum schwächsten Glied in einer Kette wird. Das ist nämlich unser Problem. Der zweite Punkt ist der, ich möchte es einmal in den Raum stellen, was wir an Nullen, damit meine ich nicht verantwortungsvolle Politiker, sondern an Zahlen vor uns haben oder über uns. Wir haben 63 Billionen US-Dollar, das Volumen aus dem Waren- und Dienstleistungsaustausch, also die Summe aller BIPs global sind 63 Billionen Dollar. Wir haben 600 und ein bisschen was Billionen Dollar von außerbörslich gehandelten Derivaten, Finanzprodukten, wo keine Ahnung hat, was ist das eigentlich, welchen Wert haben die. Ich sage, es sind Monopoly-Produkte. Wir haben 83 Billionen halbseriöse Produkte auf den Finanzmärkten. Darunter fallen die Staatsanleihen, die inzwischen auch einen schlechten Geruch bekommen, und die Aktien. Wir wissen auch, wie Aktienkurse von der Emission bis zum Realwert sich entwickeln. Steht ja auch nicht immer der tatsächliche Wert des Unternehmens dahinter. Und dann haben wir noch 900 Billionen US-Dollar Devisenströme. Und ich würde ganz gern wissen, wie man dieses Gap, also dieses Loch zwischen dem Realwert der 63 und den Finanzgrößenordnungen, Volumina, ausgleichen kann. Ich glaube, die Gallier werden sich mit den Römern verbünden müssen. Vielen herzlichen Dank. Danke für die Fragen. Das ist ja so ausgegangen, oder? Wir haben so als internen Kalender für Veranstaltungen halb 10 und nachher ein Privatissimum und eine inoffizielle Diskussion. Also ich lasse jetzt die Fragen hier im Raum noch stehen. Ich weiß, es sind noch einige. Bitte Sie jetzt um Schlussworte und dann haben wir ja noch Möglichkeiten, ausgiebig zu diskutieren. Also ich fange jetzt bei Ihnen an, weil ich habe die erste Runde mit Ihnen begonnen. Da sind viele, also Notenbanker sind ja zuständig für Billionen und Billionen. Das ist ja ihr Revier eigentlich. Ich
greift zwei Punkte auf, weiß, dass das nicht alle Fragen beantwortet, aber es wäre natürlich ein viel zu hoher Anspruch, auch nur behaupten zu wollen, dass man alle Fragen beantworten könnte. Das eine schließt ein bisschen an diese Fragen an, okay, wie gehen wir eigentlich um mit diesen Schuldenständen etc.? Hier würde ich nur ganz gern erinnern, dass keine Verschuldung ohne die entsprechende Forderung auf der anderen Seite und keine Forderung ohne die entsprechende Verbindlichkeit auf der anderen Seite existieren kann, definitorisch. Wer mir nachweist, dass es anders sein kann, hat den Nobelpreis verdient, weil definitorisch wir ja in einem System leben, das aus geschlossenen Bilanzen besteht, sei es vom einzelnen Individuum bis zum Unternehmen, bis zu einem Staat, bis schlussendlich zur ganzen Welt. Das heißt, ein isoliertes Forderungspaket, das sagt, alle Schulden runter, bedeutet gleichzeitig, dass ich sage, alle Geldvermögen runter. Weil wenn ich für Griechenland die Staatsschulden auf die Anleihen für des griechischen Staates streiche oder reduziere in einem gewissen Ausmaß, gibt es Gläubiger, die in genau dem gleichen Ausmaß an Geldvermögen verlieren. Und das trifft für alle anderen Geldvermögens- und Verschuldungsbestände gleich zu. Jetzt sind die natürlich ungleich verteilt, klarerweise. Manche wird das treffen, manche wird es überhaupt nicht treffen. Aber in Summe ist Ihr Punkt natürlich ein richtiger. An was wir arbeiten müssen, ist die Struktur des Finanzsystems. Die Struktur des Finanzsystems scheint doch, und das sage ich auch als Notenbanker, in den 20, 30 Jahren vor der Krise im Überschwang der Begeisterung für die Finanzmarktentwicklung etwas aus dem Ruder gelaufen zu sein. Und man bemüht sich jetzt und man muss sich jetzt bemühen, dieses System wieder etwas einzufangen und auf stabilere Beine zu stellen. Dazu gehört Bankenregulierung, dazu gehört Finanztransaktionssteuer, dazu gehören viele Maßnahmen, die nicht von heute auf morgen mit dem Zauberstab umgesetzt werden können und nicht von heute auf morgen wirken werden. Schlussendlich muss es aber die Zielsetzung sein, in ein paar Jahren mit einem viel stabileren, besser strukturierten und tragfähigeren Finanzsystem die Realwirtschaft besser zu unterstützen. Zweiter ganz kurzer Punkt noch, vielleicht sollte man an dieser Stelle, weil es ganz gut auch für die Abschlussrunde passt, sagen, okay, welche Instrumente haben wir, um die Schuldentragfähigkeit eines Landes zu beeinflussen? Das ist eigentlich ganz einfach, muss man sich nur immer wieder vor Augen halten. Es ist erstens die Defizitentwicklung in dem Land, höheres Defizit, niedriges Defizit beeinflusst logischerweise den Schuldenstand. Es ist zweitens die Höhe des Zinssatzes, der auf diese Schulden zu zahlen ist, weil, Sie werden mir recht geben, ein noch so hoher Schuldenstand bedeutet für mich überhaupt keine Belastung, wenn ich ihn nicht verzinsen muss und auch möglicherweise nicht tilgen muss. Das heißt, je niedriger ich es schaffe, die Verzinsung für die Schuld herzustellen, umso leichter kann ich die Schuldentragungsfähigkeit eines Landes auch darstellen. Und der dritte Punkt, und damit bin ich wieder eigentlich bei dem, was ich am Anfang schon sagen wollte und gesagt habe, ist die realwirtschaftliche Seite der Situation des Landes, das Wirtschaftswachstum eines Landes. Ich kann die Schulden relativ leicht, und Wallner hat das auch vorher gesagt, über einen vernünftigen Zeitraum nicht nur in den Griff bekommen, sondern abbauen, wenn es gelingt, ein höheres nominelles Wirtschaftswachstum als den nominellen Zinssatz zu erreichen, den ich für eine Bedienung dieser Schuld brauche. Und es gibt Dutzende historische Beispiele, die das belegen. Das heißt, ein Schwerpunkt, sowohl im Fall Griechenland wie in allen anderen Ländern, die in diesem Problem stecken, muss darauf gerichtet sein, das Wirtschaftswachstum in diesen Ländern nachhaltig zu stärken. Herr Wallner, Sie sind dran. Bitte. Also ich fand das eine sehr gute Frage, wie lange kann man sich verschulden, wie lange spielen da die Gläubiger mit. Das hängt wirklich von den Finanzmärkten ab. Sind wir noch kreditwürdig und kreditfähig oder nicht? Das Problem heute oder die Herausforderung an den Staatsschulden heute ist, dass wir in den 90er Jahren noch ungefähr 30% der Staatsschulden in ausländischem Besitz waren. Heute sind schon 80%. Das heißt, es fließen wirklich regelmäßig Zinszahlungen
ins Ausland. Das ist über eine Menge Tender passiert, das beteiligen sich meistens die großen Banken, Deutsche Bank, Société Générale, also die kriegen dann, die sind die Gläubiger. Das Problem ist schon, dass da volkswirtschaftliche Rendite jedes Jahr herausfließt. 6-7 Milliarden jedes Jahr hinausfließt. Die Frage ist, kriegt man um den Gegenwert eine richtige Investition im Inland? Und da bin ich skeptisch, ob das wirklich die Rendite abwirft. Aber es ist eine sehr gute Frage, wie lange das noch mitgespielt wird. Eine kurze Anmerkung noch zum Herrn Bucher, weil er gesagt hat, wir sollten eine Eurozone schaffen, die die Kernländer oder die, ich würde es mal nennen, Leistungsplansüberschussländer vielleicht, wenn man es so nennt. Ist die Frage, würden Sie Deutschland damit zuzählen? Die Deutschen haben bis vor 5 Jahren, waren sie der kranke Mann Europas, die haben Leistungsbilanzdefizite gefahren. Die Finnen, die zu dieser Gruppe zählen, haben Leistungsbilanzdefizite gefahren, jahrelang vorher. Österreich hat bis vor 10 Jahren Leistungsbilanzdefizite gefahren. Das wäre eine sehr statische Betrachtungsweise zu sagen, dass es hier jetzt Länder gibt, die gut wirtschaften und andere schlecht wirtschaften. Ich glaube, ein gewisses Vertrauen in eine Dynamik, in eine weltwirtschaftliche und Eurozone-Dynamik sollte man schon haben und nicht heute schnell Schlüsse fassen, die dann vielleicht in der nahen Zukunft wieder revidiert werden. Dankeschön. Bitte, Herr Professor. Ja, also wie hoch können die Schulden sein, die man sich ewig leisten kann? Das Wichtigste ist, dass der Schuldenstand in Relation zur Wirtschaftsleistung nicht steigt. Das ist die Untergrenze des Ganzen. Also solange er nicht steigt, kann man es sich leisten. Das ist halt eine revolvierende Finanzierung. Und man kann sich auch wünschen, dass das niedriger ist, aber da wird es unter. Das Wichtige dafür hat Moos Lechner genannt, dass die Wachstumsrate höher ist als der Zinssatz. Das ist quasi die Bedingung, mit der man das leicht schafft. Ob ein bestimmter Schuldenstand, und an sich haben wir diesen Punkt erreicht, nach den Schulden, die wir haben, 73% der Wirtschaftsleistung und den Budgetplanungen, die wir haben, steigt der Schuldenstand nicht mehr. Jetzt kann man darüber reden, wenn man da was dazu zählt, also was versteckt ist, aber das darf man ja nicht sagen, weil dann ähneln wir Griechenland. Dazu zählt aber sonst dieser Schuldenstand, der offiziell ausgewiesen ist, ist stabilisiert. In dem Sinn haben wir die notwendige Bedingung für die Budgetstabilisierung erreicht. Dann ist die wichtige Frage, was geschieht mit dem Geld? Wenn dieser Schuldenstand dazu da ist, um in die Zukunft zu investieren, um die Bildung zu verbessern, um die Kindergärten zu verbessern, dann ist das was Sinnvolles. Wenn es dafür getan wird, um nur Zinszahlungen zu zahlen, um nur den Leuten früher zu ermöglichen, in Frühpension zu gehen, wenn es nur möglich ist, also Tunnels durch Österreich zu bauen, wenn es einen Bundesheereinsatz, wo es keine Grenze gibt, machen, wenn man 3 Militärspitäler, in denen es keine Kranken mehr gibt, also aufrechterhalten will, wenn man 50% mehr Betten haben will, obwohl die Krankenhäuser den ganzen Tag damit beschäftigt sind, Patienten zu suchen, die sich in diese Betten hineinlegen, dann ist es eine nicht sinnvolle Investition. Also da sind wir dann bei dem, wozu wir nicht gekommen sind, die Säulen der Zukunftsfähigkeit, die der Bildung, Innovation, Kinderbetreuung, Umwelttechnologie oder Ähnliches sind. Natürlich ist das Hauptaugenmerk in einem Dorf, das besteht, zu schauen, dass jedes einzelne Haus in Ordnung ist. Und besonders, dass keines so schwach ist, dass von dort Risiken aufstehen. Das ist natürlich das, was versucht werden soll in der europäischen Politik und wo sie hoffentlich in Zukunft ein bisschen vorsichtiger ist bei dem Feststellen, also ob die Bedingungen dafür erwirbt sind. Es war bei Griechenland nicht ganz so einfach. Griechenland hat 2002 und dann durch die Olympiade also ein paar Jahre gehabt, in denen es ganz gut ausgeschaut hat mit der griechischen Wirtschaft und wo also sie aufgeholt haben im Verhältnis zur europäischen Wirtschaft. Man hat dabei übersehen, dass das temporäre Effekte sind und dass die Straßen, die gebaut werden, sind nachher nicht für Industrieproduktion verwendet werden, sondern halt, also ich fahre zu meinem Urlaubsort, ich bin Griechenland-Fan, statt in 7 Stunden, in 3 Stunden mittlerweile, weil die Autobahnen so stark sind und das ist also zweifellos nicht ergeben. Jeden raushauen, der das kurzfristig nicht erfüllt, ist also eine schwache Übung, weil da müssten wir jetzt wahrscheinlich 5 Länder gleich hinaushauen, die also ähnlich wie Griechenland sind, also ähnliche Probleme in der Leistungsbilanz und im Budget haben, also vielleicht etwas weniger im Fokus der Entwicklung sind, weil sie eben nicht geschummelt haben oder weil sie Nachbarländer haben, die etwas rascher wachsen. Wenn man alle raushaut, die Maastricht-Kriterien nicht erfüllen, hat der Herr Bucher gesagt, dann müssen wir 20 von 27 hinaushauen, da würde ein sehr kleiner europäischer Raum und ein Raum ohne Österreich überbleiben. Das geht also sicher auch nicht. Also mein Konzept ist zu schauen, dass diese 27 Länder alle die Bedingungen erfüllen, dass dort, wo es in der Produktion mangelt ist, besonders die Produktion forciert wird, dass man von Griechenland nicht nur, von Portugal nicht nur verlangt, dass sie ihre Budgets in Ordnung bringen, sondern ihnen auch eine
mäßige Perspektive eröffnet mit Wachstum, damit sie die Bedienung Wachstum größeres Zinssatz erfüllen können. Mit -4 können sie die Bedienung Wachstum ist größeres Zinssatz nicht erfüllen. Das heißt also, eine normale Selbstentschuldung ist damit nicht möglich und es ist nur die Fremdentschuldung nötig. Und ich halte das wirklich wichtig, dass dieses Europa geschlossen ist und dass dieses Europa wächst. Ich will keine Grenze in Europa haben, ich will sie nicht ziehen zwischen Österreich und Ungarn. Ungarn hätte heute eine Wirtschaftsentwicklung, wo man sie wahrscheinlich zu den Bösen und wahrscheinlich noch dazu ein Regime, das sieht man zu den Bösen, das will ich nicht haben, sondern wenn irgendwo die Entwicklung vorübergehend schlecht ist, dann soll es wieder besser werden. Wir freuen uns, dass Slowenien und Kärnten mittlerweile gute Wirtschafts- und auch also, persönliche Beziehungen haben und auch der Ortstafelkonflikt dort lösbar war. Also, wenn da wiederum sagt, wir Slowenien erfüllen aber nicht die Kriterien, dann haben wir dort wiederum ein Problem. Also das Konzept ist, jeder, der sie nicht erfüllt, wie auch in einer guten Schule. Wir sind in der Schule ja auch dafür, dass man möglichst nicht die Schlechten durchfallen lässt, raushaut, sondern dass man ihnen ermöglicht, an den Durchschnitt heranzukommen. Das gilt heute als das pädagogisch bessere Konzept, dass die Leute aus der Schule hinauszahlen. Und so sollte es in diesem Dorf Europa sein, dass man denen die jeweilige Bedingungen nicht erfüllt, zuerst mit Sanftmitteln, dann mit härteren Mitteln, mit Zuckerbrot und Peitsche, versucht, dass sie diese Bedingungen erfüllen und ihre Häuser so in Ordnung bringen, dass wir weiter wachsen können. Denn ich hoffe, dass die Europäische Union noch weiter wächst, denn nur ein Europa, das groß ist, hat eine Bedeutung in der globalisierten Wirtschaft. Wenn das in 2, 3 Blöcke zerfallen ist, dann werden die Chinesen nicht einmal vorbeikommen und schauen, was sie uns für Waren verkaufen, sondern einfach drüber fliegen und uns nicht mehr beachten. Vielen Dank, Herr Bucher. Ja. Aufnahmeschlusswort. Ja, zunächst einmal die Klarstellung, dass wir vom BZÖ die physischen Grenzen Europas nicht verschieben, nicht verändern wollen. Die sollen genauso bleiben, wie sie sind, nämlich die territorialen Grenzen. Und wir wollen auch keine Mauerziegeln dorthin stellen und Mauern errichten. Überhaupt nichts. Wir beharren darauf, dass es eine gemeinsame Europäische Union geben soll, wo Österreich auch Mitglied bleibt, selbstverständlich, aber ein Europa, das man neu überdenken muss in Anbetracht der Situation, auch in Anbetracht dessen, was Europa für Aufgaben zu erfüllen hat und welche wir einzelstaatlich in Österreich besser regeln können. Es ist aus meiner Sicht, man muss immer ein bisschen überspitzt formulieren, weil ansonsten versteht man es schwer, aber dass ich da Brüssel Gedanken mache, ob die Gurken gerade oder gekrümmt sein sollen, das ist absolut... Stimmt nicht mehr. Oder eine Jausenbrettl-Verordnung gibt oder nicht. Darüber muss sich Europa, muss sich auch Brüssel und die Brüsseler Gesetzgebung überspitzt formuliert, keine Gedanken machen. Sie sollen sich Gedanken machen darüber, wie wir den Finanzmarkt endlich einmal regulieren, nachdem Sie selber gesagt haben, dass der seit einigen Jahren aus dem Ruder läuft und es dort keine wirklich klaren Regeln gibt. Sie sollen sich Gedanken machen über gemeinsame, meinetwegen, Verteidigung, vor allem Sicherheitspolitik. Ja. Sie sollen sich über die Metathemen Gedanken machen, die wir einzelstaatlich einfach nicht viel besser lösen können. Und sie sollen sich aber auch dort beschränken, wo es um Souveränitätsrechte geht und wo wir in der Lage sind, in Österreich unser Leben selber zu bestimmen. Das ist einmal das Thema Europa. Wie lange kann man Schulden machen? Da gibt es eine ganz natürliche Grenze, solange wie man Geld kriegt. Wenn man mal kein Geld mehr kriegt, dann ist es vorbei mit Schulden machen. Und das ist ja auch derzeit die natürliche Grenze. Wenn niemand mehr da ist, der einen einen Kredit gibt, dann ist vorbei. Das ist am Beispiel Griechenlands passiert und dann musste die EZB einspringen, der IWF und die EU-Kommission. Jetzt stehen wir vor der Situation Griechenlands. Und diese Situation wird sich sicher übergreifen auf andere Länder, denn Sie wissen, dass es andere Länder gibt, die auch schon mit einem Schuldenstand kämpfen, der sich von Tag zu Tag erhöht und wo Maßnahmen ausbleiben, leider Gottes ausbleiben, weil die Bevölkerung sich auch dagegen wehrt. Und in Österreich ist es auch so. In Österreich ist es auch so, Sie haben selbst auch, Herr Dr. Eigengar, davon gesprochen, dass wir in Wahrheit einen ganz anderen Schuldenstand haben. Wir sind nicht bei jetzt 210 Milliarden Euro, sondern sie sind in Wahrheit bei 260 Milliarden Euro eingerechnet, die Länder, die Gemeinden, die ausgegliederten Gesellschaften, die ASFINAG und die ÖBB. Dann sind wir irgendwo bei 260 Milliarden Euro in Wahrheit. Und was mich so daran stört an dieser Debatte ist, selbst in Österreich legen wir nicht
die Fakten auf den Tisch und sagen wir nicht in Wahrheit, wie hoch der Schuldenstand ist. Ja, wie soll das denn in Zukunft auf europäischer Ebene funktionieren? Da werden doch alle im selben Stil und mit der gleichen moralischen Zurückhaltung auch dasselbe Spiel spielen und sagen, ja, wir haben dort und da auch noch versteckte Schulden und deshalb habe ich kein Zutrauen mehr in die Problemlösungskompetenz und daher auch den Vorschlag gemacht, schon vor 2 Jahren im Parlament eine Schuldenbremse einzuführen. Jetzt wird das ohnehin aufgegriffen, weil andere Länder das erfolgreich durchziehen, wie Deutschland beispielsweise, aber es auch in der Schweiz schon sehr erfolgreich exerziert wird. Einfach um die Politik vor sich selbst zu schützen. An dem Punkt sind wir ja schon. An dem Punkt, dass wir die Frau Finanzministerin schützen müssen vor ihr selbst, weil sie ja ein Instrument braucht, das es ihr untersagt, Schulden zu machen und das Reformen einfordert. Und ich glaube, das ist im Moment der richtige Zeitpunkt in Österreich, das endlich durchzuziehen. Eine Schuldenbremse verfassungsrechtlich abzusichern, an das hat sich dann die jeweilige Regierung zu halten. Und wenn sie sich nicht daran hält, dann hat das Konsequenzen. Es muss auch Sanktionen geben. Ja, die sind, da gibt es verschiedene Möglichkeiten bis zu Steuererhöhungen, weil wenn sie die dann anpeilt, dann ist sie beim nächsten Mal sicher nicht mehr in der Regierung. Und das ist aus meiner Sicht unbedingt notwendig, um die Schuldenproblematik und Entwicklung nach oben in den Griff zu bekommen, weil wir ansonsten immer mehr Zinsen zahlen. Die Zinsen gehen ins Ausland zu 80%. Das ist ein absoluter Abfluss von Geld. Und das verschmälert oder verengt natürlich unsere Spielräume und vor allem die Spielräume der nächsten Generation, wenn man weiß, dass so viel Geld schon allein für Zinsen und für andere Dinge aufgeben, die nicht dazu da sind, um in Sachen und in Maßnahmen zu investieren, die das die Wirtschaftsleistung Österreichs anhebt. Und diese Entwicklung sehen wir ja derzeit. Ne? Die Wirtschaftskraft geht zurück unseres Landes, die Arbeitslosigkeit steigt, die Inflation steigt und die Schulden steigen und das Defizit ist auch nicht in den Griff zu kriegen, weil die geeigneten Reformen und Maßnahmen ausbleiben. Und daher werden wir in Österreich jetzt endlich einmal begreifen müssen und übergehen müssen zu schmerzhaften Veränderungsprozessen. Und da muss die Politik bei sich beginnen. Das ist der vertrauensschaffendste Prozess aus meiner Sicht. Nicht nur immer den Bürgern alles abverlangen, sondern bei sich einmal zu sparen beginnen. Das beginnt bei der Abschaffung des Bundesrates, Halbierung der politischen Gremien, der Verwaltungsreform auf Beamtenebene und geht hin bis zu der Maßnahme, dass wir die Studierenden schneller in die Wirtschaft entlassen und die Menschen länger im Arbeitsprozess. Gerade in einem Land der ältesten Studierenden und jüngsten Pensionisten ist das in Zukunft nicht mehr aufrechtzuerhalten. Und das muss man in Wahrheit auch so sagen. Und jeder, der das nicht so anspricht, der lügt sich selber in den Sack und der nächsten Generationen ins Gewissen. Und das, glaube ich, ist jetzt einmal höchst an der Zeit, in Österreich abzustellen. Vielen Dank. Vielen Dank für Ihre interessanten Beiträge. Vielen Dank Ihnen für die rege Teilnahme. Ich beende hiermit das Podium, aber lade Sie herzlich ein, im Namen der Veranstalter noch ausgiebig zu diskutieren und hier zu bleiben. Dankeschön.